Naja, es ist mein WLAN hier scheint irgendwie schlecht zu Es sein. Na, muss jetzt. ist mit einem Video, jetzt ist er gesendet. So, wir sind auch schon live, aber jetzt gucken wir mal. So, also, jetzt ist hier ganz, ganz entspannt. Es ist Dienstag. Es Wie war ist das auch für gerade? uns die sechste Arbeit. Stunde, hat man früher gesagt in der Schule. Ist auch für. Oh Gott, ey. Irgendwann müssen wir mal so einen ganz alten Kamellen, so ein. Wir müssen so ein Der Phrasenschwein. Lehrer beendet die Stunde. Es ist auch für mich 11. Ja, so. Wo taucht das jetzt hier auf? Das will mein Internet nicht. Ja, für alle, die uns jetzt zuschauen, ich habe gerade noch einen Tweet abgesendet mit einem Video, in dem zu sehen ist, wie ich meinen Greenscreen in meinem unaufgeräumten Büro hochziehe. Bist zum TikTok-Star, ich sehe das schon. Ich hätte noch so Dance-Moves dabei machen können, ja, das wäre natürlich noch, Oh, wenn er jetzt. Ich aber will da bin nicht. ich zu, Aber ich will als nicht zu nahe Ingenieur. treten, Matthias, aber hast du Dance-Moves? Nein. Und an der Stelle verlor Hendrik seinen Witcast-Partner. So, zitieren. Nee, wie war das? Twitch. Wie gesagt, mein Hirn ist heute auch schon mäßig. Twitch.tv Ja, wir slash machen jetzt blüht Gude. mein Handy. Wir Nee. machen halt alle einfach viel zu viele Videokonferenzen. Daran liegt das. Ja, es ist auch einfach, Ich habe auch ja. schon, also weil es ja morgen wieder so diskutiert wird, also ehrlich gesagt, an diese Videokonferenzen an sich habe ich mich schon gewöhnt und Ja. also mittlerweile, ich mag halt so diese ganzen technischen Finessen, die man machen kann und so die ganzen didaktischen Spielereien und wie gesagt, dieses Zoom-Whiteboard und alles, was man da, Kann gerne bleiben. das kann super gerne bleiben, aber ich muss mir so wie David Lohner so einen Stehschreibtisch, also ich kann halt dieses Auf Sitzen jeden. mittlerweile nicht mehr ab, dieses ewige, ne, Ja. also zum Beispiel letztens so diese Klausur in der letzten Woche, ne? Ich meine, die war ja unbeaufsichtigt, aber trotzdem hatte ich halt die ganze Zeit 3 Stunden lang und natürlich irgendwie eine halbe Stunde vorher und eine halbe Stunde danach noch ein Zoom-Meeting offen für die Studierenden, um Ja. technische Rückfragen zu stellen. Und früher ist man halt bei Klausuraufsichten eben durch den Hörsaal gelaufen, ne? Und Treppe hoch und Treppe Ah, runter stimmt und schon, da hier warst und so ein da. bisschen Und jetzt aktiv, sitzt ja. man halt irgendwie 4 Stunden rum und man traut sich ja auch nicht so richtig weg, ne? Nee, also du kannst, weil es passiert genau dann, wenn du irgendwie kurz nur das Essen bei Lieferando annimmst oder wenn du kurz um die Ecke und so. Ich finde auch, man ist halt auch so permanent, weil, also auch aus Studierendensicht, permanent könnte was passieren. Also heute auch abgegeben, Klausur. Und ich glaube, ich habe meine Technik im Griff. Aber habe ich jetzt wirklich abgegeben? Hab ich wirklich abgegeben? Irgendwie selbst Stunden danach nochmal einloggen? Ob man wirklich den einzigen Versuch hat, man. Ja, und das ist halt auch, wo ich sage, da muss man, ja, da muss es irgendwie bessere Lösungen geben oder man muss sich halt dran gewöhnen. Aber ja. Ja, ich meine, gut, ich habe es ja bei uns immer so gemacht, dass ich halt die Klausur bestand für alle aus 10 Aufgaben und ich hatte halt für jede Aufgabe ein einzelnes Einreicheformular. Also, dass es eben nicht so eine Alles-oder-Nichts-Einreichung gab, sondern Ja. dass man, wie früher in Spielen, dass man so einen Zwischenstand speichern konnte, weißt du, so. Ja, also ich glaube, persistent ist das bei uns auch, quasi wirklich jede Seite. Aber auf der letzten Seite ist es dann auch so, dass du abschließt, dann klickst du nochmal zurück und ach, weiß ich. Also, ja, meine lieben Leute, wir haben ein bisschen was, ich will nicht sagen, wir haben was vorbereitet, aber wir kommen nicht unvorbereitet. Vielleicht kommt das so. Wir wollen ja uns über Unproctored Exams unterhalten und ich habe mir gedacht, das ist ja total akademisch, wenn man sich erstmal die Herleitung nimmt, wo kommt das Proctored denn her? Also ganz so schlimm wird es nicht, wir wollen eigentlich in wenigen Minuten durch. Wikipedia hilft, wie man weiß. Der Artikel ist echt ein bisschen dünn. Aber im Bereich Online-Proctoring kann man tatsächlich ganz interessante Fakten lesen. Was ich sehr interessant finde, ist die Bildsprache. Da kommt so der innere Linguist raus. Also wenn man Supervising the Administration of a Test aufmacht, findet man ja, Exam Proctor of a Navy Exam. Direkt bei Examination sieht man, ich nehme an, das ist Südostasien oder auf jeden Fall was also im asiatischen, also im Bereich. Hunderte, also die Reihen scheinen da unten ja noch weiterzugehen. Ich finde sozusagen, die ersten Bilder, die man da sieht, sprechen eine sehr klare Sprache. Es geht wohl schon immer darum, dass es irgendjemand gibt, also eine Person. Und dann wird es spannend, wenn wir später über Digital Proctoring reden. Ob ist das eine Person, ist das ein Algo, die das Ganze überwacht. Und eigentlich heißt auch der Vorsteher von der Uni, so wie ich das, oder von der Institution, das kann wohl auch der Proktor in anderen Ländern sein. Spannend fand ich, dass ja, hier Research suggests that people are equally likely to cheat online as they are in person.
Die Quellen sind so ein bisschen irgendwie USA Today, also kritische Quellen hinterfragen kann man ruhig klingt mal machen. Wie, klingt wie eine Studie der Uni Hamburg. Die habe ich mir noch gar nicht so richtig durchgelesen. Ich glaube, ich werde meine Studentenmeinung da auch erstmal ein bisschen gering halten und mir die irgendwie offstream angucken. Aber ja, das dritte. Wäre jetzt, wo das eine Bundesland irgendwie 2,7 Millionen für eine Online-Enzyklopädie rausgehauen hat, was man da zum Thema Proctor und Proctoring finden würde. Ja, aber da muss ich ja auch sagen, da bin ich ja froh, dass sie das Geld nicht für Online-Proctoring-Software ausgegeben haben. Das stimmt. Das sondern wenigstens für, naja, lassen wir das. Die dritte Studie, oder naja, das ist keine richtige Studie, ist ganz interessant. Und das erste Bild, das man sieht von Inside Higher Ed, durchaus eine Seite, die man mal angucken kann. Nein. Also ja, ich habe jetzt auch einen steifen Nacken von 3 Stunden online, aber so macht doch keiner Klausuren. Das ist wahrscheinlich das gleiche Stockfotobild wie für Hacking oder Cybercrime. Aber aus dem Jahr 2017. Und das ist ja hier lange vor Rona. Insofern interessante Meta sozusagen, die man da mitbekommt. Ja. Ja klar, aber ich glaube sozusagen die Bildsprache, das ist natürlich was so irgendwie unterschwellig immer damit vermittelt wird, aber ich glaube, die Leute, die halt solche Artikel dann schreiben oder am Ende redaktionell freigeben, die sagen sich dann halt oft, wir brauchen da ganz unbedingt noch ein Foto für, weil irgendwie braucht das so ein Teaser-Foto und sonst klickt das kein Mensch und dann wird halt irgendwo so, wie man selber Stockfotos dann manchmal sucht, wird halt auf irgendwelchen Webseiten geguckt und dann das erste nimmt man dann, was irgendwie so passt und wo man denkt, naja. Ja, aber es also ob das jetzt die Nachricht unterstützt, die man mit dem Artikel vermitteln möchte oder nicht. Stimmt, ne? Schon. Ist halt schon, also das ist halt schon relativ krass. Ich gehe nochmal auf die Seite zurück. Also ja, das Navy ist natürlich auch schon ein hartes Bild. Ich glaube, noch ein Bild höher von Oxford. Das ist auch eins, das habe ich mal in einem Vortrag benutzt, wo es auch um Proctoring. Ah, okay, aber das ist dann der Vorsteher, ja, oder? Das ist halt, genau. Aber ich glaube sozusagen, das ist auch schon so ein Vorsteher, aber auch schon auch so ein Prüfungsaufseher, glaube ich, ne? Okay, Proctor at the University of Cambridge, acquainted by John Samuel, whatever, from history, 1815. Leute, das Problem kriegen wir nicht mehr gelöst, wenn es seit 1815 besteht. Okay. Ja, also ich verstehe auch, vielleicht um das nochmal zu sagen, also ich habe mir da auch die letzten Tage ein bisschen mehr darüber Gedanken gemacht, weil die Klausurenphase kam mir dann näher. Ich verstehe, dass man das auch irgendwie braucht. Also dass ich will ja auch, dass Chancengleichheit herrscht und nicht jemand mit anderem Studi-ID oder irgendwie, weiß ich, wer da alles kommt. Also so verschiedene Phasen von einer Klausur müssen natürlich auch geproctert werden, das ist ein blöder Anglizismus, und überwacht, damit diese Chancengleichheit herrscht. Aber das Ganze, ja, also dieses Zoom und was ist dafür, bitte jetzt eure Hände bitte in den Fokus und jetzt dürft ihr nicht mehr weg. Oder heute Morgen habe ich auch was retweetet, wenn dann man zu lange weggeguckt hat, weil man den Taschenrechner in der Hand hatte, Mathe-Exam. Also die Regelauslegung ist ja fragwürdig. Du hattest vor ein paar Wochen schon mit in die Kamera halten. Genau, und ich meine, und dann selbst würde ich jetzt sagen, also ich glaube, es kommt halt sehr auf die Kamera und das Licht an und so, aber aus der Ferne zu entscheiden, ob jetzt jemand auf einen Taschenrechner schaut oder zum Beispiel auf ein Smartphone schaut, ist glaube ich, auch sehr schwer, da den Unterschied zu sehen. Also ich habe auch irgendwie am Wochenende im Radio so einen absurden Artikel, hat jetzt überhaupt gar nichts mit Online-Proctoring zu tun, aber da hat jemand eine Strafe bekommen. Aber ich habe mich halt gefragt, warum? Weil er beim Autofahren einen Taschenrechner benutzt hat. Ne? Und hat halt argumentiert, zu der Zeit, als er es gemacht hat, war das noch nicht verboten. Da galt dieses Verbot eben nur für Handys und nicht für andere elektronische Geräte. Aber klar, warum benutzt man einen Taschenrechner? Und Ordnungsamt oder Polizei, was auch immer ihn dabei angehalten hat, hat natürlich auch den Unterschied nicht gesehen. Und, aber das war Deutschland quasi. Also das war bei uns. Das war Deutschland, okay, weil so Stories klingen immer direkt nach Florida Man. Also irgendwie Florida Man uses calculator at car. Aber ja, ich glaube, dass dafür stehe ich zum Beispiel auch inhaltlich, mach halt nichts, was dich ablenkt. Und ob du dann irgendwie den Obstsalat schneidest oder den Taschenrechner in der Hand, das ist quasi gleich falsch. Aber im Online, also ich würde sagen, irgendwie, klar, gehen wir mal durch. Man muss sich irgendwie anmelden, man muss gucken, darf ich mich überhaupt anmelden? Und das wird ja auch schon online, findet ja auch schon online statt. Also die Authentisierung oder Autorisierung. Das Examen selber, da ist, glaube ich, der größte Kasus Knacktus. Was muss da wirklich, also welche Phasen?
Kommen wir auch gleich auf Jörn Lovischak. Sehr interessanter Artikel, den ich noch nicht komplett live gelesen habe, aber da kommen wir auch reaktionär ein bisschen durch. Und ja, auch die Überlegung, dass man dann Sachen nach der Klausur, also Auswertung und Co., was ist denn dann überhaupt da noch das, weiß nicht, Akademische, so nach Motto? Also warum nicht direkt komplett open? Und das bringt uns zu unserem Unproctored-Examen. Ja. Wie wollen wir es machen? Wollen wir in den Lovischak-Blog reingehen? Wir können mal in den Blogartikel kurz reingucken, weil er ist gerade von heute Vormittag, glaube ich, ja, oder von großartig. Gestern Abend oder sowas. Er hat mal wieder schöne Ideen zusammengefasst. Unschöne Thema. Ja, Lovischak, genau, sprechen Sie wahre Worte. Hier noch ein Sequel Thema, zu meinen... Weil es nicht totzukriegen ist und weil es schon ganz viele Gedanken dazu, also ne, ja. Ich hatte auch ja mal irgendwann was getwittert, Cheating is only if you get caught und so. Also es gibt ja schon ziemlich viele Ideen, wie man jetzt solche Sachen, also in der IT spricht man immer so schön von den Angriffsvektoren und ich glaube... Ja. Egal welcher Vektor, also ja, kannst du nicht gewinnen. Also und ja. Man trägt ein unauffälliges T-Shirt, macht nach 5 Minuten eine Pinkelpause, tauscht nach ein auffälliges T-Shirt. Also ach, man nur auf das T-Shirt guckt und nicht auf die Person und dann. Und man tauscht das. Ja, und ich meine, machen wir mal Reality. Also ich glaube, ich verstehe jetzt schon, in welche Richtung der Artikel geht. Also quasi so. Ironie oder Satire so auf die Spitze getrieben, dass der innere Kern halt erkennbar ist, wäre halt in so einem 15-Mann-Seminar auch total obsolet. Ne? Also da, wenn da auf einmal der 16. Unbekannter rein oder der 15. getauscht ist. Aber klar, wenn mehrere Gruppen von je 24 Leuten getrennt überwacht werden, legen Leute aus verschiedenen Gruppen gleichzeitig eine Pinkelpause ein. Geht das? Ist doch auch nicht... Ach so, wegen verschiedenen Gruppen, ja, okay. Wegen verschiedenen Gruppen und um sich dann halt sozusagen irgendwie abzusprechen. Ach so. Ausgeschlossen wäre es nicht. Ich meine, das hätte jetzt, also ne, wie gesagt, unsere Prüfung letzte Woche war ja unproctored. Da war es halt so, dass alle Studierenden sowieso komplett, also was heißt komplett, aber unterschiedliche Klausuren bekommen haben. Also ich hatte halt, die Prüfung bestand aus 10 Aufgaben, jeder hat 10 Aufgaben bekommen. Aufgabe gab es einen Pool von ungefähr 10 bis 20 Aufgaben für die zweite Aufgabe, für die dritte Aufgabe und so weiter und so fort. Und dann, ich habe mal, glaube ich, irgendwie ausgerechnet, auf wie viel verschiedene, ich glaube, ich bin irgendwie auf 12 Millionen oder sowas verschiedene Klausurmöglichkeiten gekommen, die man, weil natürlich so die kombinatorische Explosion da relativ schnell zuschlägt. Da werden einige Leute jetzt sagen, haben wollen. Naja, und also dass halt zwei Leute im Prinzip die gleiche, eine Aufgabe gleich haben, das ist nicht ausgeschlossen natürlich, ja. Aber dass halt... Ob die sich dann finden, also ich dachte, ich wäre schon kreativ, aber darauf, also direkt auf zwei wäre ich jetzt nicht, also nee, also das ist glaube ich auch einfach, wenn man mal den Reality-Check macht, da hat keiner Bock, da hat keiner Zeit zu und ich meine irgendwie, wenn im Zoom-Meeting nicht so viel los ist, dann haben sich auch Studierende, also wir fangen ja nicht an, irgendwie uns nochmal komplett... als Schattenvorlesung nochmal alle zu treffen. Also ich will darauf hinaus, wenn ich mich nicht groß in der Vorlesung oder auch über Zoom oder wie auch immer austausche, dann, also, wir haben Besseres zu tun. Sorry. Also da macht keiner an. Wenn es irgendwann, also klar, wenn es halt, wenn alle die gleiche Klausur bekommen und das war auch die gleiche Klausur, die man schon in den letzten 10 Jahren geschrieben hat und man hat halt in den letzten 10 Jahren wirklich alle eine Körperkontrolle gemacht, als sie den Prüfungsraum verlassen haben und hat halt vorher alle Handys eingesammelt, also weil man halt diese eine Klausur, die man irgendwann mal erstellt hat, gehütet hat wie sein Augapfel. Na klar, also die ist halt definitiv verbrannt nach der einen Online-Prüfung und die wird halt vorher auch schon kursiert haben und da macht man sich halt als Prüferin einfach nur lächerlich, wenn man halt jetzt proctored oder unproctored halt online so eine Klausur stellt. Also wer sozusagen da als Student, als Studentin irgendwie nicht mit nahezu voller Punktzahl rausgeht, muss man sagen, hat sich irgendwie dann schlecht drauf vorbereitet. Ne? Aber also bei uns gibt es halt so ein Katalog von, ich sag mal, ungefähr 200 Klausuraufgaben, wahrscheinlich eher so 250 und davon kommen eben 10 dran. Ne? Klar, könnte man die vorher irgendwie alle durchrechnen oder man könnte über einen Fachschaftsrat das organisieren, dass man irgendwie da die ganzen Lösungen vorher sich crowd
Sourcing, Crowdworking-mäßig ja. irgendwie generiert und abspeichert. Aber selbst dann muss man sich ja an dieser Datenbank noch zurechtfinden. Und selbst ich stelle jetzt fest, ne, der sich halt diese ganzen Klausuren ausgedacht hat, dass ich mich in meiner eigenen Datenbank von Lösungen und Musterlösungen auch nicht so richtig zurechtfinde. Also ich habe jetzt auch festgestellt, oh, es gibt eine Aufgabe, großartig. Da passt die Aufgabe nicht zu der Musterlösung. So, also, ne, und da muss ich jetzt mal gucken, woran das jetzt halt liegt. Und ich meine, wie gesagt, ich kenne ja den Klausuraufgabenkatalog, der beim Fachschaftsrat da gepflegt wird. Ne, der ist eben zum Beispiel, das sind halt schief abfotografierte Handyfotos. So, ne? Das ist ja nicht irgendwie Volltext durchsuchbar oder mit irgendwelchen Hashtags oder Schlagworten oder so getaggt. Verschlagwortet, genau. Wir pflegen nebenbei noch einen Verschlag. Ja, und ich meine, und was für Ideen hier kommt? Nein, auf keinen Fall. Wenn jetzt irgendwie man sagen würde, ja klar, dann google ich halt nach der, oder ne, dann suche ich irgendwie nach der Lösung. Ich glaube, also wenn es nur genügend Aufgaben gibt, dauert das Suchen der richtigen Lösung länger, als die Aufgabe halt einfach zu lösen. Ja, vor allem dann irgendwie ist auch die Frage, lieber mal irgendwie 3 Tage richtig gelernt, als 3 Tage irgendwie was Sachen vorgeschrieben oder an die Wand plakatiert oder sich irgendwie in welchen Kanälen abgesprochen. Das ist ja auch bei Spickern oder bei Spickzetteln schon immer die Frage, wo man denkt irgendwie, und der zweite Punkt ist, musste man nicht die Klausur ändern, wenn es quasi gehütet wird wie ein Augapfel, sagt man dann nicht lieber, dann brauchen wir vielleicht mal was Neues aus dieser Dekade. Oder man macht es ja direkt Open Book. Also wobei Open Book und dann auch die Klausur wiederverwenden, das wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Aber ich bin auch mittlerweile, also wie du das siehst, also natürlich gibt es Unterschiede zwischen den Fakultäten, sagen wir, glaube ich, ganz oft hier im Bitcast. Aber ich glaube, so dieses Rezipieren, Synthetisieren, irgendwie sich eine Meinung bilden und die du auch nur bilden kannst, wenn du irgendwie vorher schon mal drüber nachgedacht hast und nicht erst diesen 120 Minuten, die kann man meines Erachtens auch in jedem Fachbereich stellen. In einigen besser, in anderen weniger, aber so eine 20-Punkte-Aufgabe, mal über was nachdenken oder was subsumieren, was man irgendwie auch nur hat, wenn man mal mitgedacht hat. Und das kann keiner abschreiben. Das geht nicht. Ja, eigentlich sollte das, glaube ich, in jedem Fach möglich sein. Und wenn es nicht möglich ist, glaube ich, dann ist es eigentlich auch irgendwie ein komisches Fach. Also, ja, Mathe 1 von mir aus, erstes Semester, okay. Ja, aber also ich glaube, wir jetzt in Grundlagen Elektrotechnik, wir haben es halt echt gut, weil wir können uns halt so ganz viele Schaltbildvarianten ausdenken und dann kannst du halt da ein bisschen andere Werte oder schon allein, wenn man halt irgendwie ein Bauelement austauscht. Also ich weiß selber, in der Elektrotechnik gibt es so ein schönes Fach, das wird auch von allen Studierenden so ein bisschen gehasst wie die Pest, die theoretische Elektrotechnik. Und da ist es ist so, wie es klingt, ist tatsächlich so. Und da ist halt das Problem, in Anführungszeichen, dass es also recht wenig Probleme gibt, die man als Student überhaupt lösen kann, ne? Oder die sich überhaupt für eine Prüfung eignen, weil also da explodiert halt der Rechenaufwand ganz schnell. Und dann ist das überhaupt gar nicht mehr klausurtauglich, weil man halt irgendwie einen Computer oder irgendeine Simulationssoftware daneben bräuchte, ne? Aber das schränkt halt da so diese kombinatorische Vielfalt der Aufgaben so ein bisschen ein. Aber ich meine, ansonsten kann man sich da auch, ne? Also da ist ja dann wieder so eine Sache, ja, dann ich glaube, da sind die Leute, sind da halt zu unkreativ. Also dann drehe ich halt das Koordinatensystem, ne? Also wenn ich das Feld jetzt einmal um echt? So gemein bist du? Ja, klar. Ne? Und dann mache ich auf einmal aus Y und aus YZ und aus ZX. Und ich meine, da muss ich da auch erstmal drüber nachdenken. Moment, wie ist das? Was ist jetzt wieder tangential und was ist rechtwinklig und was ist orthogonal? Und also ich glaube, die Leute sind dazu unkreativ. Oder sie überschätzen ihre Studierenden und sagen, nee, das ist doch jetzt keine wirklich neue Aufgabe. Dabei ist es eine neue Aufgabe. Ich meine, man muss da neu drüber nachdenken. Also das Public Service Announcement für die Lernenden, die jetzt zugucken. Ich habe auch 2 Bildschirme und kenne mich, glaube ich, mit der Technik aus, aber auch heute Klausur geschrieben, man hat einen dicken Schädel, man weiß nicht, also nein, das ist, man ist in einer Stresssituation, eine Gehirnhälfte macht auf jeden Fall schlapp. Und auch dieses, ja, wir haben es mal in der Fakultät getestet, ja, wenn da irgendein Postdoc, wie jetzt hier Matthias drüber geht, oder quasi der Kollege, der die Klausur auch mit erstellt hat, natürlich flugt er da in 50 Minuten durch, aber wir Studierende, ich will nicht sagen, wir sind blöd, aber Teile des Gehirns, also mir geht es jedenfalls so, man bereitet sich vor und dann klickt man auf Starten oder man will auf Abgeben drücken und Teile frieren ein, 404.exe nicht mehr gefunden. Also da würde ich quasi auch einfach aus diesem Argument
heraus sagen, lieber niedrige Hürden. Weil wir, natürlich wissen wir alle, dass die Zeit die gleiche ist, aber einfach das Pensum hochgeschraubt wurde, damit man bloß nichts groß nachschlagen kann. Also das kannst du vielleicht einmal machen und dann fühlst du dich selber schon extrem schlecht, weil du was nachgeguckt hast. Also da würde ich echt sagen, da sind die Studierenden, also klar, wahrscheinlich die gleichen 6%, wie wir gerade im Wikipedia-Artikel gesehen haben, die versuchen es dann irgendwie trotzdem. Aber ja, nee, also wir kommen alle gestresst aus diesen Klausuren. Da kann, also auch aus manchen Präsenzklausuren gibt es ja so Studierende, die sagen, easy, habe ich, das geht, ja. Aber ich habe, egal ob das direkt im Fachbereich war oder komplett anderen Unis oder auch Leute, die jetzt erst angefangen haben, die meisten kommen gestresst raus, wissen so nicht so genau, war das jetzt richtig, war das falsch, keine Ahnung. Aber das ist natürlich jetzt auch eher anekdotisches Wissen. Ich würde sagen, wir machen mal mit dem Lovischak-Artikel weiter, sonst schaffen wir den nicht mal in einer Stunde. Bei den Gruppen waren wir. Ja, wir haben das Problem auch mit der Zeit letztens auch intern diskutiert. Du leckst bei mir noch ein bisschen. Ja, du leckst bei mir auch ein bisschen. Wir können ja mal, ja, wir haben eigentlich eine stabile Verbindung. Was ist dann 1:3 gekommen? Also als sozusagen, wie du sagst, als Postdoc, der sich die Klausur ausgedacht hat und ganz gute Ahnung von der Thematik hat. Also wenn man dann selbst halt meinetwegen 30 Minuten braucht, dann sind 90 Minuten für die Studierenden auf jeden Fall nicht zu viel, sondern eher realistisch. Ja. Also irgendwie so 1:3, 1:2,5, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Das ist sicherlich so für die Zeit ganz gut. So, was hat Herr Lohenschach noch für Ideen? Mikrofon umschalten, ja. Ich ja, glaube, das, Alter. Warte mal, wir haben ein Echo, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe bei mir ein Echo. Boah, bei mir hört sich's gut an. Okay. Passt wahrscheinlich. Okay. Man baut einen Fußschalter ein, bitte was? Mit dem man das externe Mikrofon kurz schließt. Oder Expert Mode auf allen alten MP3-Spieler abgespielt. Zu viel Aufwand. Nein, Herr Lovischak. Also funny, aber zu viel Aufwand. Okay, wenn die Klausur. Du sagst virtuelle Kamera in OBS. Ja, aber auch da muss ich halt. Ja, aber auch virtuelle. Ja. Also, das hatte ich zum Glück bisher gar nicht. Ist auch, glaube ich, wirklich schwer einzufordern. Also ich glaube, ich könnte jetzt nicht sagen, hier, nee, ich habe kein Equipment. Das ist, glaube ich, offensichtlich nicht der Fall. Aber ich kenne tatsächlich Leute, die mussten sich einen Laptop leihen oder hängen sonst mit dem Handy in der Zoom-Konferenz. Aus studentischer Sicht eigentlich nicht so richtig argumentieren, weil die Unis mittlerweile eben schon alle Leihgeräte haben und auch zur Verfügung stellen. Dann ist halt immer noch die nächste Sache natürlich, ob die Internetverbindung das hergibt. Und also ich muss... Wir haben in Uni Potsdam irgendwie vom Fachschaftsrat also 10 Laptops organisiert bekommen. Ich glaube, bei irgendwie so 200 bis 300 Leuten, die allein in der Fakultät geprüft werden. Es könnten sogar noch mehr sein. Also ich glaube, an größeren Unis ist das der Fall. Aber ich glaube, so richtig auf die PC-Pools kommst du ja, glaube ich, gerade nicht. Aber es ist ein Thema, irgendwie an das Gerät zu kommen. Ja, Jörn wollte ja einfach nur, glaube ich, was absolut, also das ist ja auch der Punkt, irgendeine Möglichkeit gibt es immer und ob das jetzt der Fußschalter sein muss, ja, ich glaube, der Fußschalter ist sozusagen dafür gedacht, um dieses vorproduzierte Kamerabilder werden und Ton wird eingespeist. Ach so. Also ne, weil ich meine, man kriegt es ja nur hin, indem man jetzt halt sagt, allen, jetzt nehmen wir bitte alle die linke Hand und zeigen sich damit auf die Nase. Ne? Und ich meine, Gott, ey, auch da auf so Ideen würde ich überhaupt nicht kommen. Ja, also, oder jetzt klatschen wir alle weiter die Hand, weißt du? Und ich meine, dann da musst jetzt du greifen sich alle an den Kopf. Also, ey, schnell mal mit dem Fußschalter wieder auf den Live-Ton umschalten. Aber ich sag mir immer, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass
alles, was man sozusagen ausschließen möchte, also oder ja, was manche Leute ausschließen möchten, ist, dass halt Studis im Buch nachgucken, dass sie miteinander nachgucken, dass sie miteinander kommunizieren, dass sie halt irgendwie Simulationssoftware nebenbei nutzen und so. Und ich glaube, da kann ich halt proctoring-mäßig mich auf den Kopf stellen und machen, was ich will. Keine das Chance. Werde ich nie ganz ausschließen können. Und wie du sagst, ne, also entweder ich mache wirklich so eine 360-Grad Rundum-Überwachung mit irgendwie zig Kameras und Mikrofon und Ton, dann schränkt es aber extrem die Privatsphäre ein, es ist datenschutzrechtlich äußerst bedenklich. Oder ich sage halt, na gut, ich weiß nicht, ob die Leute noch einen zweiten, dritten Bildschirm haben, ob die den zweiten Rechner... Ja, relax gerade wieder ein bisschen, ja. Warte. Kann. Also als definitiv nicht als Uni. Ja. So. Und ich glaube, der einzig entscheidende Punkt am Ende bei Open Book ist, dass man eben, und so eine richtig gute Lösung ist mir dafür halt auch noch nicht eingefallen, ist, dass man eben nicht ausschließen kann, dass sich wirklich externe Prüfungsleistung eingekauft wird. Ne? Also gegen Contract Cheating, klar, man kann die Leute eine Eigenständigkeitserklärung unterschreiben lassen, man kann im Zweifelsfall, so wie wir uns das zumindest vorbehalten, irgendwie eine Schriftprobe machen und gucken, und dann kann das immer noch wer anders für sie gelöst haben. Am Ende des Tages müssen sie es vielleicht immerhin selbst aufgeschrieben haben, aber also aber ich was müssen die hoch, was müssen die hochladen, dass sie, also was laden die bei euch hoch, dass sie wirklich per Hand ausgefüllt haben? Eine handschriftliche Lösung von den Aufgaben. Ah, okay. Und ich meine, sie haben ja das ganze Semester über schon handschriftliche Lösungen von diesen Zusatzaufgaben hochgeladen. Und deswegen haben wir schon da eine große Datenbasis, bei der wir halt vergleichen könnten, wenn wir wollten. Ja, aber das bringt mich mal auch zu einem Punkt, den ich mir noch überlegt habe. Da, also mir kann kein Lehrender, vielleicht gibt es da so ein paar, die haben ja richtig Bock drauf, aber ich glaube, da hat keiner Lust drauf, allgemein. Dieses Nachverfolgen, dieses... Detective, wie auch immer, spielen, den Leuten hinterherrennen. Also das ist irgendwie anstrengend genug und das ist auch eine anstrengende Zeit genug. Weil oft, das muss man ja auch sagen, kommen so wahnwitzige Ideen oder so das Einkassieren von so Ideen aus anderen Stellen, also nicht aus der Lehre. Und dann sagt halt irgendwie ein Dekan oder Präsident oder wie auch immer so, ja, machen wir oder machen wir nicht. Das ist ja doch ein relativ großer Bau, der dem noch vorgelagert ist. Aber eigentlich will doch jede Partei nur entspannt oder ohne große Ausfälle die Klausurenzeit hinter sich bringen, damit man dann sich wieder auf seine Forschung konzentrieren kann. Also, oder? Ja, eigentlich schon, na klar, ja. Und ich meine, man möchte natürlich, man hat ja an der einen oder anderen Stelle schon als Uni oder als, weiß ich, Lehrstuhl, Fachbereich, Fakultät, man hat ja schon ein bisschen so einen Ruf, vielleicht eventuell zu verlieren. Ne? Also man bitte in die Welt hinauslassen, die dann am Ende nicht ja auch von einem Kurzschluss unterscheiden können, wenn ich jetzt so genau gesagt, ne? Oder die halt sagen hier, der Warte, du leckst ein bisschen, also Matthias. Halt so ein, ja, so ein Grundlevel. Ja, du hast bei mir die ganze Zeit geleckt vorhin. Aber okay, aber jetzt, also wir sind in OBS stabil, also man weiß es nicht, aber... Man weiß es nicht. Okay, ich glaube, wir haben uns wieder. Ja, Dienstagabend, alle sind im Moment. Also man möchte halt so ein gewisses Grundlevel, möchte man sozusagen schon irgendwie sicherstellen, ne? Ja, okay. Und aber das hängt ja nicht an einer einzigen Klausur. Also da hast du ja irgendwie 7 Semester für Zeit. Das genau, heißt. Und das denke ich auch. Also es wird halt, ne, also klar könnten jetzt Studierende bei mir irgendwie sich halt eine externe Prüfungsleistung einkaufen für die Klausur. Dann habe ich auch schon mal gesagt, ich glaube nicht, dass da so ein Riesenmarkt für da ist, weil sie könnten das ja auch machen und sie könnten sich ja auch mit Studierenden höhere Semester vernetzen, um diese personalisierten Zusatzaufgaben zu lösen. Oh mein Gott, Studierende vernetzen sich und reden in ihrer Freizeit über das Curriculum und über Inhalte. Der Albtraum eines jeden Lehrenden. Also come on. Also das ist doch der Jackpot, wenn Leute, ich saß mit Samstagabends, anstatt, gut, feiern ist eh nicht, aber anstatt irgendwie zu zocken, sitzen wir in der Lerngruppe und bereiten gemeine Fragen gegenseitig vor, die man lösen muss. Ihr habt also Musterlösung verschlagwortet, geht zu. Also ja, es gibt keine Musterlösung, da hast du nicht wirklich Zeit für, es war ein faires Ding soweit, aber also ich will damit sagen, dass man macht sowieso schon, also die Engagierten zumindest, machen sowieso schon irgendwie und sind gestresst genug.
Und die schwarzen Schafe kriegst du nicht raus. Also, ja. Machen wir mal weiter. Wenn die Klausur per Scan-App abgegeben werden soll, das ist ja einfach, also das ist ja schon okay. Also jetzt fangen wir jetzt gar nicht an, dass irgendwie auch ganze Apps kompromittiert werden können. So, als Android-User. Nee, ich glaube, das bezieht sich einfach auf so diese Standard-PDF-Scanner-App. Ja, okay. Muss man dafür das Smartphone und ein bisschen gerade zieht. Und hat damit leider keine Kamera mehr, die Gesamtszenerie beobachten kann. Hä, wie meint er das jetzt? Naja, das ist, es gab ja Fernprüfungsverordnungen, die halt vorsehen, dass man eine wirklich sozusagen externe Webcam nimmt, nicht die nehmen darf, die in den Laptop eingebaut ist, sodass die halt einen selbst und den Bildschirm filmt. Und okay. Wenn man dann halt keine Webcam hat, dann sollte man dafür halt natürlich irgendwie sein Handy benutzen. Oder es gab so, also da könnte ich auch irgendwie LinkedIn-Link, da hatte mal der Philipp Wampfler schon vor einem Jahr fast was geteilt, wo halt die Leute wirklich zwei Kameras benutzt haben, also die eingebaute Kamera und eine zweite Kamera, sodass man halt von vorne und von hinten gefilmt wird, damit man auch, ja, wenn man nach hinten dreht und sich dreht und in die Kamera winkt, auch gesehen wird. Nein, weiß ich nicht. Und dann mit 70 Leuten auf so einem kleinen Bildschirm und keiner sieht was, also für was bitte? Also entweder deine Gruppe ist so klein, dass du halt genau weißt, das ist der Hendrik, oder du hast so viele Leute, dass du mit den, also dann wird es ja noch komplizierter mit den Videobildern. Ja, ich finde es auch schwierig, dass dann Studenten, denen es halt, keine Ahnung, entweder nicht so gut geht oder die auch sich ein Zimmer teilen, das gibt es ja alles, das ist ja Lebensrealität, dass die so in die Defensive kommen und sich rechtfertigen müssen, warum, also warum habt ihr kein Tablet, warum habt ihr kein dies, warum, keine Ahnung, lebst du zu Hause bei deiner Oma, weil du sie pflegen musst, also ich finde, das ist so, da kommt man in so Gebiete, wo man ganz, da will man nicht rein, das geht auch niemandem was an. Ja, das will man eigentlich alles gar nicht wissen. Ja, diese Gesamtszenerie habe ich auch heute Morgen was geteilt, wo auch Leute, also gerade in Amerika ist es ja noch üblicher, dass man am Campus in Dormitories wohnt und man teilt sich auch ein Zimmer, das ging mir in meinem Auslandssemester auch so. Und dann kannst du nicht einfach das war wirklich Bett mein, Bett vom Zimmerkollegen, dann Schreibtisch, also es war komplett gespiegelt. Und dann, wenn man die andere Seite filmt, dann ist halt effektiv ein dann ist der Kleiderschrank vom Zimmerkollegen halt auch mit drauf. Also das ist in Deutschland, glaube ich, unwahrscheinlicher. Aber es gibt ja trotzdem irgendwie privaten Hintergrund und Kontext. Eine Studentin, ein Student opfert sich und hat nach wenigen Minuten ein schwerwiegendes technisches Problem, sodass die Verbindung nicht wiederherstellbar unterbrochen ist. Die Aufgabe bereitet er sie dann im Netz, zum Beispiel für Ghostwriterinnen. Viel zu viel Aufwand. Nein, also, ja. Hätte jetzt bei meiner Klausur auch nichts genützt, weil ja, wie gesagt, alle irgendwie unterschiedliche Aufgaben hatten. Ja. Das ist so, wenn man halt allen tatsächlich die gleiche Klausur geben würde. Ja, ich meine, ja, auch nochmal, schlimm, Leute reden drüber. Ich habe ja auch schon mal, das letzte Mal gesagt, als Student, wenn es sozusagen nur Trittbettfahrer gibt. Also ich bereite mich vor und auf einmal gibt es da irgendwie 5 Trittbettfahrer. Das erkenne ich sofort, wenn Leute anfangen mit mir zu reden, die sonst nie mit mir reden wollten über das Seminar, super scheiße freundlich sind. Also das ist halt, das ist unwahrscheinlich, das ist utopisch. Und auch, also man hat ja auch so ein Gruppentheorem. Man würde nicht zu 15 was machen, viel zu viel, völliges Chaos. Wir sind keine Kommunikationsgenies. Also auch hier, die Fabel kann ich einfach mal brechen. Da bist du irgendwie froh, wenn du einen hast, der sich mit dir mal und dann musst du, wie du gesagt hast, auch irgendwie über Ghostwriterinnen auch erstmal was finden und das alles bitte in einem Zeitrahmen, ja. Der doch sehr begrenzt ist, ja. Ja, also ich sag mal, ein Ghostwriter kann halt in der Prüfungszeit, der kann ja noch so gut sein, der kann ja da eigentlich maximal 2 Personen parallel betreuen, ne? Ich meine, dann, wie gesagt, sonst müsste der ja auch der Postdoc PhD sein, der sich die Klausur ausgedacht hat, damit er das halt irgendwie gerade so schafft, das vielleicht in einem Drittel der Zeit zu lösen. Keine Ahnung. Es ja auch richtig sein. Also dieses Leute. Ja, genau, da muss es ja auch noch richtig sein. Also ne? Leute bekommen und irgendwie sich was ausdenken, ist ja das eine, aber du willst halt auch irgendwie ja damit, auch Studenten wollen ja gut durch die Klausurenphase und gut heißt jetzt nicht 4-0, weil bestanden ist gut und gut ist fast 1, ne, der alte Witz. Aber
Also ja, man bereitet sich ja nicht irgendwie 16 Wochen vor, um dann... nee, bei der Abgabe der Scan-App lädt man nicht die soeben frei fotografierten eigenen Bilder hoch, sondern das inzwischen von dem... Ah, okay, das ist dann, das baut dann so ein bisschen auf der 5 auf... eingetrudelte PDF, ja. Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt, gegen den man halt wirklich nichts so wirklich machen kann. Also das wäre halt so genau dieser Contract-Cheating-Punkt. Ne? Also du kannst halt die sozusagen individualisierte Aufgaben haben, die können halt kompetenzorientiert sein. Du musst wirklich die Sachen verstanden haben, um die Aufgaben zu lösen und dich wirklich so ein bisschen auskennen. Ja. Wenn Studierende sich eben die Prüfungsleistung extern einkaufen, also mir hat da auch mal ein Student eine E-Mail geschickt, jetzt irgendwann so vor 2, 3 Wochen hat gesagt, er findet es nicht gut, wir sollten halt die Prüfung sozusagen alle absagen, bis irgendwie wieder Präsenz möglich ist, weil nur Präsenz würde eben wirklich sicherstellen, dass jeder alleine seine Klausur schreibt, so wie er sie schreibt. Und ich meine, ich habe dann auch versucht, darauf zu antworten, habe gesagt, ne, ich sehe schon in der Online-Sache eben viele Vorteile, weil wir ganz viele Kompetenzen mal endlich abbilden können, die man halt sonst nicht abbilden kann. Also man kann mal was mit MATLAB rechnen, man kann was mit einem Netzwerksimulator simulieren. Das sind ja alles Sachen, die man im normalen Berufsleben macht, die halt aber bisher in unseren Prüfungen überhaupt gar nicht vorkommen. Ist eine Chance, Klausuren neu zu denken. Also ja, der Kollege... Und ich meine, ich habe letztens auch schon mit Kollegen darüber diskutiert, also wenn zum Beispiel im Sommersemester, keine Ahnung, wenn da eventuell, man weiß es nicht, Präsenzprüfungen wieder möglich sind, würde ich zum Beispiel Studierenden auch erlauben, weiterhin einen Laptop oder ein Tablet oder ein Handy oder was auch immer mit zur Prüfung zu nehmen, um halt was mit MATLAB rechnen zu können oder um halt was mit dem Netzwerksimulator simulieren zu können. Ich meine, die Frage ist dann natürlich nur... Wie schließt man aus? Also, dass die dann irgendwie nebenbei kommunizieren, kann man, glaube ich, nicht ausschließen. Halte ich auch nicht für kritisch, weil, wie du sagst, hat kein Mensch die Zeit dafür. Aber wie schließt man eben aus, dass die Prüfungsleistung im Prinzip einmal komplett outgesourced wird, ne? Und die Leute halt am Anfang sagen, hier ist irgendwie meine Aufgabe, geht jetzt irgendwo hin und dann löst die eine Person für mich und dann kriege ich sie wieder zurück und das ist das halt das, was ich am Ende einreiche. Also wenn man jetzt wiederum aber sagen würde, ja, das ist wieder so sehr, also die Leute sollen das am Ende, und das ist bei uns auch sinnvoll, dass sie es machen, sie sollen es am Ende handschriftlich aufschreiben. Ich meine, da habe ich ja keinen Drucker mit in einer Präsenzprüfung, der mir das ausdruckt. Ja. Wobei das auch möglich wäre, ne? Also, ja, aber stimmt schon. Ja, also im Sinne von, wenn du sagst, okay, ihr gebt einfach nur PDF oder online ab. Also so dieses Handschriften-Ding sehe ich auch noch ein bisschen kritisch. Also ich gehöre zu den Leuten, die einfach eine krasse Sauklaue haben. Also mir hilft auch online damit die Handschrift auf jeden Fall. Also ich tippe Faktor 3 schneller, als ich schreiben kann. Ja, definitiv. Aber bei uns, du schreibst ja keinen Tag, du schreibst Formeln. und Variablen und mathematische Ausdrücke und Integrale und Wurzeln und so. Dann ist ja halt das... Also bei uns ist halt so die Schwierigkeit, das sage ich auch mal den Studierenden, ne, zwischen L und C zu unterscheiden, zum Beispiel für die Induktivität und für die Kapazität. Da sind schon viele dran gescheitert, dass man irgendwie 3 Zeilen später nicht mehr lesen konnte, was war jetzt das L und was war das C, weil da kommt in Gleichungen kommt oft L und C vor. Ja. Was ich bei Punkt 6 noch spannend finde, also ich weiß nicht, in der Klausur habe ich mir das jetzt ehrlich gesagt noch nicht angeschaut, das werde ich aber mal noch machen. Man sieht natürlich im Moodle, wenn die Leute im Moodle Sachen einreichen, mit was für einem Dateinamen sie Sachen einreichen. Und ich meine, die Studierenden geben sich schon oft Mühe, das irgendwie möglichst unverfänglich klingen zu lassen. Aber manchmal sieht man eben auch, dass Sachen, die dort eingereicht werden, die tragen halt den Begriff WhatsApp im Dateinamen. Also medienkompetent sollte man dann schon noch sein. So, und dann zum Beispiel, also nur bei diesen Punkten, bei diesen semesterbegleitenden Sachen, und sage ich mir, ja gut, dann war halt bei dem Studenten oder der Studentin war halt die Kamera auf dem Handy kaputt, dann hat die das halt von wem anders fotografieren lassen, hat sie es rasch per WhatsApp rüberschicken lassen, hat es dann eingereicht, ne? Das vermute ich dann immer an der Stelle. Bei der Prüfung habe ich jetzt noch nicht geguckt. Und also zum Beispiel, ich kann mich auch erinnern, irgendwann hat mal einer was eingereicht bei den personalisierten Zusatzaufgaben unter dem Dateinamen eigenelösung.pdf. Und dann fragt man sich natürlich auch, wenn man eigenelösung.pdf nimmt, gab es dann auch eine fremde Lösung.pdf? Ja. No one knows. Aber ich finde den letzten Punkt halt total gut oder total witzig, dass halt, also ne, man müsste das mal eigentlich so wie so ein, wie nennt man das denn? Ich glaube, wir könnten da ganz viel aus der IT-Security lernen,
So Tests zu machen, also wenn man so Systeme tatsächlich sicher machen möchte, was aber glaube ich nicht geht. Also ich glaube, bei solchen Tests würde rauskommen, egal, du kannst machen, was du willst, wird immer für jede Lücke, die du schließt, gehen zwei neue Lücken Zu auf. Hydra. Also, oder du machst halt wirklich, ich meine, da sind wir ja schon, so Design by Scrutiny, das ist einfach so massiver Zeitdruck. Keine Ahnung, irgendwie noch irgendwelche Metadaten auslesen, wird ja, glaube ich, im deutschen Raum eher weniger gemacht. Also, der Druck ist ja, das habe ich ja vorhin gesagt, schon so sehr da, dass man ja auch Angst hat, total viel falsch zu machen. Und was ist, wenn ich auf den Browser schließe? Also, benutze jeden Tag meinen Computer und da will man, kann ich jetzt auf den Browser zurück? Geht es nicht? Was ist dann? Dann gibt es ja irgendwie, also, nee, also der Druck und dieses, ich will bloß nichts falsch machen, der ist bei den meisten Studierenden schon so hoch genug und das ist quasi wie so ein eingebauter Schutz, dass man erst gar keinen shady Stuff versucht. Also, ich weiß nicht. Und gerade wenn dann irgendwie noch, du sollst was installieren. Das habe ich jetzt tatsächlich auch noch weniger gehört, dass man, wie quasi bei amerikanischen Englischtests oder so, dass man sich vorher noch was installieren muss, weil die sind ja extrem krass. Also da ist ja wirklich, da musst du dir dann einmal zeigen lassen, also einmal im Raum und da zahlst du ja sogar auch noch ganz gut Geld für. Also ich glaube, sowohl für einen TOEFL online als auch für einen GRE online. Die wollen auch einmal unter den Tisch gucken und was nicht alles, wo das dann am Ende landet, weiß auch niemand. Damit sie Also, das Pedal sehen, ja. das Pedal zum Oben umschalten. Ja, also das ist so, dann darf auch niemand die Tür aufgehen und so. Und ich weiß nicht. Also so wie Löwisch das auch schreibt, die Prüfung ist so Genau, wer sich löchrig. an die Bedingungen hält, wird Ja. massiv benachteiligt. Das ist im Prinzip, glaube ich, der entscheidende Punkt. Ja. Ja. Also, dass man eigentlich die Leute, die es ehrlich meinen, Ist halt so ein Kräftemessen, ne? haut man damit schön die Axt in den Rücken, ja. Ja, also Und ich ja. meine, wer eben das umgehen möchte, der umgeht es so oder so. Ja. Und so hart kann man das System eben gar nicht machen. Das ist, glaube ich, echt der entscheidende Punkt. Und ja, ich meine, ich habe ja auch schon mal gesagt, mal gucken. Also, nee, eine Sache, die ich noch erzählen kann und möchte, Klar. kann ich auch erzählen, weil die Zielgruppe spricht, glaube ich, nur Englisch und Russisch. Ich glaube nicht, dass sie heute zugucken. Ich mache ja nebenbei einen Kurs, der gestern angefangen hat. Ich wäre ja eigentlich in Kasan. Stimmt. Ja, erzähl, erzähl, erzähl. Ja, und Fernweh. naja, Fernweh, ja, also wir hatten ja immerhin jetzt so ein bisschen in den letzten 2 Wochen so ein bisschen Kasaner Winter auch oder russischen Winter in Deutschland. Von daher kann ich zumindest den Winterschmerz, den kann ich verdauen, ja. Ja, aber ich weine ihm natürlich schon ein kleines Tränchen nach, dass ich jetzt halt nicht dahin fliegen kann, weil das da tatsächlich immer sehr nett ist. Und ich jetzt halt noch einen Kurs eben habe. Wir haben in den letzten beiden Wochen unser Lego-Praktikum, was sonst auch eine super interaktive Sache Ja, ist und halt auch so von diesem Austausch, man sitzt mit vielen Leuten in einem Raum und guckt denen allen links und rechts über die Schulter. Das ging halt nicht. Die Studis waren ganz aktiv bei Twitter und bei das habe ich Instagram und gesehen. so. Cooles Zeug, tatsächlich Genau, cooles haben Zeug. sich da ausgetauscht. Ich glaube, das hat auch gut funktioniert. Wie man immer so schön sagt, ne? Man kann halt nicht das Seminar, was man vorher irgendwie ein paar Jahre lang in Präsenz gemacht hat, genauso online machen. Aber so ein bisschen abgewandelt funktionierte es schon ganz gut. Ne? Aber auch da war es für mich wieder so, ich habe halt viel rumgesessen. Es war sehr nett, es hat gut funktioniert, aber ich habe halt viel gesessen. Und diese Woche sitze ich halt wieder viel, weil ich halt mit den russischen Studis in Zoom aktiv bin. Ja. Und mit ihnen viele Quizze und interaktive Sachen machen. Das funktioniert auch ganz gut. Sie finden es auch total cool. Und am Ende der 2 Wochen werde ich mit ihnen halt auch eine Prüfung machen. Okay, ja, komm, da ist ja schon eine leicht andere Lernkultur, ne? Also. Also, und ich meine, also ohne jetzt den russischen Studierenden zu nahe zu treten und ohne, dass es despektierlich klingt, aber also eine Klausur oder eine Prüfung ist in Russland schon eine Gemeinschaftsleistung, so oder so. Also Ja. der Austausch ist da mit eingebaut. Und wir haben früher immer bei uns scherzhaft gesagt, wenn wir irgendwie eine Lehrveranstaltung hatten mit, weiß ich, 30, 20, 30 Studierenden, und da waren halt meinetwegen 4 oder 5 Russinnen dabei, da musstest du die in einer Präsenzprüfung früher, in Präsenzprüfungskultur, musstest die sozusagen an die 4 Ecken des Raumes setzen, im größtmöglichen Abstand zueinander, weil sonst ganz einfach nur. Kollektivgesellschaft, das ist Ja. eingebaut. Also da muss man. Kennst du dieses Hörspiel früher Ottokar? Nee. Der brave Schüler Ottokar, nee, ist wahrscheinlich so ein Ostding. Und oder du bist zu jung, ich weiß nicht. So, und da Beides. gab es so ein Gag.
dass halt, der hat dann auch von seinem russischen Brieffreund berichtet. Und dessen Schwester, die hat Ballett gemacht. Und der Grund, der immer genannt wurde, warum sie zum Ballett geht, ist, damit sie einen längeren Hals bekommt und besser abschreiben kann. Boah, das ist ja gemein. Das ist ja... Das ist echt fies. So, naja, und ich habe halt sonst mit denen auch so eine Prüfung gemacht und habe die dann so ein bisschen, habe schon gesagt, wäre nicht schlecht, wenn ihr es alleine macht, aber im Zweifelsfall macht es halt auch zusammen. Und ich meine, in diesem Jahr werden sie es halt definitiv zusammen machen, weil ich ja nicht dabei bin. Also werde ich halt das auch so machen, dass die schon alle die gleichen Aufgaben bekommen, aber halt zumindest auch mit anderen Zahlenwerten oder so ein bisschen arrangiert. Und dann mache ich das im Prinzip so ähnlich, wie du es beim letzten Mal vorgeschlagen hast. Ne? Ich lasse es einfach offen. Ich sage, macht es zusammen oder macht es alleine. Macht es, wie ihr wollt. Ist mir eigentlich vollkommen egal. Aber ich möchte halt gerne irgendwie da die 90 Minuten später oder 2 Stunden später halt irgendwie die Lösung haben. Ja. Und dann bin ich mal sehr gespannt, wie sie das organisieren. Ja. Und sich austauschen oder vielleicht auch nicht austauschen, weil sie sagen, so schwierig erscheint mir das alles nicht, ich bin ganz gut vorbereitet, ich ziehe es halt einfach alleine durch. Ja, also ich glaube nicht, dass sich der größere Grüppchen als 4, 5 ist schon echt viel. Also dann brauchst du ja irgendwie trotzdem einen, der die Ansagen und die Peitschen schwingt. Also, aber ich finde es zum Beispiel auch fair, wenn man sagt, okay Leute, irgendwie... Es ist klar oder Butter bei den Fische, man ist realitätsnah, aber dann skaliert man eben nicht auch die Zeit und die Schwierigkeit hoch. Das finde ich in Ordnung. Also warum denn auch nicht? Es kann ja trotzdem jeder eine einzelne Note bekommen. Du glaubst doch nicht, dass wenn einer sich da komplett durchziehen lassen würde, dass die anderen 3, 4, 5 nichts sagen würden. Niemals. Also da unterschätzt man, glaube ich, so ein bisschen die Blutdürstigkeit von manchen Studierenden. Da will jeder gucken, dass er richtig und gut gestellt ist. Und wenn das sozusagen organisch mitwächst, warum denn auch nicht? Ja, da muss man halt die Prüfungsordnung ändern. Hat man eh gemacht, weil Rona. Also, finde ich spannend. Ich glaube, da werden wir demnächst mal eine Lernkultur, kann ich noch ein paar Zahlen mitbringen, Unterschied machen. Einfach wie auch die Wahrnehmung ist. Also, wenn die damit quasi aufgewachsen sind und auch die Lehrende werden das auch eingepreist haben in Russland. Und dann finde ich es ja auch nur fair, dass du als externer, also A, bringst du glaube ich auch mal irgendwie mal neue Ansagen und so ein bisschen frischen Wind mit rein. Und dann trifft man sich halt irgendwo in der Mitte. Also. Ja, naja, also abgesehen von dem, was ich Ihnen da fachlich erzähle, ist glaube ich, So eine wichtige Metakompetenz, die sie in meinem Kurs lernen, ist, dass es halt Leute gibt, die dann auch nur Englisch mit ihnen sprechen. Also ich, Torje Gavaryu Paruski, Schutsch, ja, also ich meine, so ein bisschen spreche ich halt auch, aber nicht wahnsinnig viel. Und, weird flex, Matthias, aber I take it, es ist... Okay. Ja, und ich meine, und dann ist, glaube ich, also obwohl das, glaube ich, auf dem Papier ein englischsprachiger Masterstudiengang ist, den sie da studieren, ist es halt so, dass dann alle da natürlich auch irgendwie Russisch sprechen. Und ich glaube, wenn halt festgestellt wird, oh, alle im Raum jetzt hier sprechen Russisch, ich meine, würden wir doch auch nicht anders machen, dann würden wir auch nicht künstlich Englisch miteinander quatschen, sondern würden halt auch einfach auf Deutsch zurückfallen. Ne? Und das machen die halt auch dort. Und deshalb ist, glaube ich, die Motivation für sie halt an dem Englischunterricht teilzunehmen, die ist halt total gering. Ja. Weil ganz davon abgesehen, dass ja für sie auch das Fernsehen ist Russisch, das Kino ist Russisch, das halt ist für sie Russisch, weil sie haben ja ihr eigenes Google, ne, Yandex und sie haben ihr eigenes Facebook-Kontakt hier und da so die Motivation im normalen Leben dort Englisch zu lernen ist nicht wahnsinnig hoch. Und dann kommt halt dazu, wenn sie halt da Englisch lernen, dann lernen sie das eben von Leuten, die auch nur Englisch gelernt haben, von Leuten, die auch nur von irgendwem anders Englisch gelernt haben. Klar. Da ist so ein bisschen die Muttersprache ist da weit entfernt. Also wie unser Englischunterricht in der Mittelstufe, alles klar. Also wir haben, also ich habe auch nur Englisch von Leuten in der Schule gelernt, die aber ich hatte keine Muttersprache. Aber die waren in England oder so. Ja, gut, aber das ist ein anderes Thema für die Zukunft. Aber, ja, aber, also, keine Ahnung, meine Kinder gehen ja auf so ein internationales Gymnasium oder so ein sprachenfokussiertes Gymnasium. Und da ist zum Beispiel die Leute, die da halt den Sprachenunterricht machen, das sind, also bis auf ein paar Ausnahmen, die Regel bestätigen, aber ansonsten sind das im Prinzip fast alle Muttersprachler. Ja, das ist nice.
merkt man natürlich auch irgendwie, wie die Kinder dann so mit der Sprache umgehen, ja. Krass. Naja, und das ist, glaube ich, dann so eine, also sie lernen bei mir ein bisschen was Fachliches und eigentlich lernen sie, glaube ich, auch nebenbei, klar, wie du sagst, ein bisschen andere Kultur, ne? Dass, ja, dass das bei uns in Deutschland eben die Uni auch nicht so verschult ist. Und dass es eben Leute gibt, die Englisch sprechen, die auch schnell mit ihnen Englisch sprechen und die auch keine große, ja, Rücksicht darauf nehmen. Ja, klar. Dass dann, ja, dass im Zweifelsfall erst nach dem dritten Anlauf verstanden wird. Naja, und dann ich habe immer so gehört, dass nachdem ich meinen Kurs gemacht habe, ist dann doch die Motivation, an dem Englischkurs teilzunehmen, deutlich. Das ist aber auch, das ist mega spannend, was da für eine Korrelation dann herrscht. Also. Und also ich glaube, das ist halt zum Punkt, mal gucken, ja, das jetzt mit so den Prüfungen, aber so generell, was Lernkultur angeht, das ist auch was jetzt können wir schon wieder zitieren, Jörn Loweschach schon oft gesagt hat, also mach halt was in einem Fach oder in einer Lehrveranstaltung, dann finden das die Leute alle super und sagen, ja, und das ist ja total spannend, was da passiert und total interaktiv und aktivierend und sowas. Ja, aber es kostet halt Zeit. Und die Zeit geht dann halt bei anderen Lehrveranstaltungen flöten. Und man müsste eigentlich so, ne, also ich glaube, so ein Studium ist halt ein total komplexes System. Und nur wenn man irgendwo an einer Schraube dreht und es da halt ein bisschen besser wird, gibt es, glaube ich, ganz viele andere Stellen, wo es dann... Ja, zumal wir ja immer uns darüber unterhalten, was du jetzt machst oder welche Erfahrungen ich als Einzelperson habe. Es gibt ja noch mehr Leute, die an so Fachbereichen rumrennen. Und es gibt ja mehr, ja nicht nur mehr Fachbereiche, sondern wir haben zum Beispiel viel mehr Standorte. Das heißt, wenn jetzt nicht nur Leute auf dich immer zukommen, sondern du vielleicht dich auch nochmal mit einer anderen Person austauschst, die auch irgendwas gebaut hat und ich glaube dann, wie gutes Tun drüber sprechen und dann sieht man das ja wahrscheinlich spätestens in dieser Runde der Evaluation, weil wir, also ich meine, wir hatten jetzt ein Sommersemester, wir hatten jetzt ein Wintersemester, jetzt kommt bald das nächste Sommersemester. Ich glaube, das wird mindestens mal hybrid sein, eigene Vermutung. Dann macht das, glaube ich, auch die Runde, was gut funktioniert. Das ist zumindest die Hoffnung. Und mit jeder Prüfung oder mit jedem Kurs, der anfängt auch zu sagen, okay, jetzt machen wir es mal anders. Aber das ist halt, es hängt halt immer an ganz verschiedenen Magdowskis sozusagen. Also da muss halt irgendwie im English Linguistics Department und bei den Wissensinformatikern, da müssen sich halt immer Individuen, das ist auch das ganz große Problem, da muss sich dann ein Tutor oder irgendwie ein PhD-Kandidat, der eigentlich auch andere Sachen für seine Karriere zu tun hat, hinsetzen und sagen, ich mache das jetzt, ich will das und dann muss er anfangen, was darf ich, was darf ich nicht. Dann kommt 3 Wochen später, also ich generalisiere jetzt hier mal, kommt 3 Wochen später die Ansage, das dürfen wir nicht, also quasi welcher Higher Floor ist gesetzt und das stelle ich mir halt auch mega stressig vor, wenn dann, ja, und dann machen wir auf, machen wir nicht auf, ist ja so eine gesellschaftliche Frage, die ganze Zeit. Und dann denke ich mir auch, dass viele sagen, komm, Altklausuren, zack, fertig, ihr macht den Zoom die Kamera an, Drops gelutscht. Also, ja. Wollen wir, hast du noch einen Moment? Es ist ja Abend. Ja, gerne. Dann, ja, lass uns mal noch auf diese Matrix schauen da oder auf die. Ja, stimmt. Ich hatte, genau, weil was ich spannend fände, dass wir, weil eigentlich haben wir ja Unproctored Exam angekündigt. Vielleicht alle für so ein bisschen Kontext, ich bin ja von der Universität Potsdam. Und wir hatten eine, also sie haben das Potsblitz genannt, fand ich ganz süß, Befragung zur Online-Lehre. Und ich finde es ja immer sehr spannend, wenn man auch die Studierenden fragt, ob man das dann hören will oder ob das alles so Sinn ergibt, ist nochmal eine andere Frage. Aber man kann sie zumindest fragen. 19 Seiten, es gibt ein eigenes Zentrum für Qualitätsentwicklung, also das wurde nicht nebenbei gemacht, sondern von Leuten, die sich damit beschäftigen. Fragen zu Prüfungsformaten, fand ich einfach hochgradig spannend. Bezieht sich auf das Sommersemester 2020. Und letztlich war Frage zur Häufigkeit, wie oft wird es gemacht, von 0 bis 5, also eigentlich von 1 bis 6 dann, und wie zufrieden sind Sie damit? Die Klausur mit Zeitbeschränkung in Präsenz wurde am häufigsten eingesetzt, wohlgemerkt Sommersemester 2020. Haben wir ja auch gemacht in unserem Fach. Hier Nerdmeier ist am Start und schreibt im Chat, das sind Probleme. Zum einen, was darf ich? Und zum anderen, was brauche ich für die Karriere? Es sind viele Fragen, die vor was hilft kommen. Gute Nerdmeier, ja, da willkommen. Und da würde ich da inhaltlich sogar zustimmen. Zufriedenheit und Häufigkeit, genau. Und hier ist die Take-Home oder die At-Home-Klausur mit Zeitbeschränkung, zum Beispiel in Moodle. Man kann jetzt auf alle einmal durchgehen. Ich hoffe, man sieht es gut.
Aber letztlich ist ja alles nicht so richtig beliebt. Also wenn ich mir irgendwie hier mal die Y-Achse angucke, also ich muss so ein bisschen kritisch sein und sagen, okay, so richtig recht kann man es uns Studierenden dann irgendwie auch nicht machen, weil es geht ja nichts über den Wert 0, also keine Ahnung, was der Punkt hier genau ist, aber sagen wir mal 0,35. So, und dann finde ich es inhaltlich spannend, so, okay, Verfassen eines Essays, ist das jetzt so viel anders als eine schriftliche Hausarbeit? Also, die Schritte sind ähnlich, der Umfang, also weiß man nicht genau, was dahinter steckt, aber ich hätte jetzt gesagt, okay. Ja, ist halt immer die Frage, was man, ne, klar, wie man das irgendwie zueinander vergleicht. Also ich glaube, das ist halt total schwierig. Es wird bestimmt Studierende gegeben haben, die gesagt haben, sie haben halt meinetwegen eben nur, ne, in den Ingenieurwissenschaften könnte ich mir vorstellen, da gab es halt nur Klausuren mit Zeitbeschränkungen. Das wäre halt bei uns so das Normale. Und da haben die halt gesagt, Zufriedenheit. Naja, ist halt eine Klausur, wir müssen das halt machen. Also natürlich sind wir damit nicht zufrieden, aber es gibt jetzt auch... Ja, was willst du sonst machen? Irgendwas musst du ja machen. Irgendwas muss man ja machen. Also, so, ne? Und ich glaube, ja. Also der Overlap zum Beispiel, du kannst ja die Skala nicht mal relativ zueinander sehen, würde ich jetzt so sagen, weil also Verfassen eines Essays, das passiert halt in der Elektrotechnik meinetwegen nicht. Also niemand verfasst da Essays. Da gibt es halt vielleicht mündliche Prüfungen in Präsenz. Ne? Also die mündlichen Prüfungen in Präsenz und die Klausuren mit Zeitbeschränkung in Präsenz, die kann man vielleicht gegeneinander tatsächlich relativ werten, weil es da Studierende gibt, die beides mal bewertet haben werden. Ich finde zum Beispiel die Abschlussarbeiten, die hätte ich halt eigentlich deutlich besser eingeschätzt, weil das ist so bei uns das, wo man sagen würde, ne, da machen die Studierenden wirklich forschendes Lernen und Arbeiten problembasiert und challenge-based und situiert und die ganzen tollen Buzzwords, die es so gibt. Ne? Also die arbeiten halt an echten Problemen in Firmen teilweise, werden in die Forschung mit eingebunden, werden zumindest früher dann zu Konferenzen geschickt, auch um da ihre Ergebnisse zu präsentieren. Und also ich kann das, die Abschlussarbeiten, dass sie jetzt so schlecht wegkommen. Ja, also ich finde auch viele Sachen, also ob ich jetzt eine mündliche Prüfung per Videokonferenz habe, das ist ja letztlich auch dann irgendwie ein Themenkreis, zu dem ich geprüft werde. Und hört man ja, schreibt noch, dass der Unsicherheitsfaktor kommt durch die Nicht-Standardlösung. Ja, irgendwie verschiedene Fachbereiche, verschiedene Personen. Sag nochmal. Der Unsicherheitsfaktor kommt durch die Unterschiede, also das ist keine Nicht-Standardlösung. Also du kannst irgendwie nicht allen alles gleich anbieten. Ja. Also ob ich jetzt eine mündliche Prüfung per Videokonferenz habe oder ein Referat per Videokonferenz, also ja, das Referat ist vielleicht noch ein Ticken einfacher, aber Referat verbinde ich auch sehr mit Schule, muss ich sagen. Also ich will darauf hinaus, dass viele Dinge, die das gleiche Kriterienraster haben, also irgendwie gezielt Ideen vorbereiten und kommunizieren können, was Richtiges sagen und irgendwie das noch mit Feedback anreichern, das ist ja ähnlich, egal ob jetzt Videokonferenz, Referat, mündliche Prüfung. Ich verstehe, dass die mündliche Prüfung, dass der Stress ein bisschen höher ist, wurde aber auch nicht so oft gemacht. Was ich auch, und mündliche Prüfung in Präsenz, dass das überhaupt gemacht wurde und es finden die, also zumindest in der, weiß nicht, ich glaube, es ist zumindest repräsentativ für die Uni Potsdam, denke ich zumindest. Also ich glaube, da haben fast 1000 Leute oder mehr mitgemacht, müsste man noch mal gucken. Naja, die Präsenz schneidet, was die Zufriedenheit angeht, eigentlich immer besser ab, als bei mündlichen Prüfungen ist der Unterschied extrem. Ich sag mal, Referat in Präsenz und Referat per Videokonferenz schneidet die Präsenz auch besser ab. Ne? Ja. Also Erstellung von Medienprodukten, dass das sozusagen, da würde ich jetzt eigentlich auch schätzen, dass die Zufriedenheit hier höher ist. Ne? Also das ist jetzt wieder das, was die Studierenden bei uns im Prinzip in den letzten beiden Wochen in diesem Lego-Praktikum gemacht haben. Würde ich sofort machen. Gut, das ist jetzt so eine Besonderheit, aber die Medienprodukte erstellen, also ob ich jetzt ein Referat aufnehme und in den 5. Take schicke oder den 15. oder also, ja. Also wir hatten auch Studis, die sind da halt komplett drin aufgegangen. Ne? Also ich sag mal, so Instagram-Kanal Lego Mindblow. Da sind Videos dabei, da kann unsere Abteilung Medienkommunikation und Marketing, die kann sich ja gern auch noch mal kurz was dran anschauen. Richtig gut. Das müssen wir uns auf jeden Fall das nächste Mal noch mal angucken. Das ist, und was ich zum Beispiel jetzt an, also ich finde halt dieses Schaubild hier sehr gut von dir, dass die E-Portfolio-Prüfung, also ja, Häufigkeit niedrig, klar, das ist halt sowas super Seltenes, aber dass die halt, also das ist ja fast das Schlechteste bei der Zufriedenheit. Aber warum? Und ich meine, also
Ja, das verstehe ich halt auch nicht. Also, weil also das E-Portfolio, das wird ja immer sozusagen so gehypt als der Allheilsbringer für moderne Prüfungsformate. Nur du kannst es halt semesterbegleitend machen und lernbegleitend und Feedback einfordern und einholen und Peer-Feedback damit einbinden und all so Ja, Sachen machen und gut. kannst es am Ende, sagen wir mal, trotzdem irgendwie summativ bewerten. Ja, Ja, was verschiedene halt die. Medien über Zeit. Du kannst vielleicht sogar sagen, okay, ich gebe jetzt eine Version ab, dann mache ich entweder Peer Review oder du kriegst quasi vom Lehrer oder vom Dozenten, Dozentin Feedback. Dann sagst du, okay, jetzt darfst du noch mal. Also ja, Und fand du ich bist ja als großartig. Student, als Studentin sehr frei, hoffentlich, wie du das aufbaust, wie du das sammelst, was du da halt für Artefakte, wie man so schön. Ab, dann mache ich entweder Peer Review oder du kriegst quasi vom Lehrer oder vom Dozenten, Dozentin Feedback, dann sagst du, okay, jetzt darfst du noch mal. Also ja, fand Und du ich bist ja als großartig. Student, als Studentin sehr frei, hoffentlich, wie du das aufbaust, wie du das sammelst, was du da halt für Artefakte, wie man so schön Ja. sagt, halt da einbindet. Also, dass dabei halt die Zufriedenheit, also Verfassen eines Essays, kann ich jetzt auch nicht so richtig nachvollziehen, dass das jetzt halt die größte Zufriedenheit. Naja, es Aber. ist halt fertig, ne? Du schreibst den Essay, du guckst vielleicht noch mal ein bisschen durch, guckst, dass die Rechtschreibung ist. Wenn dein Mitbewohner irgendwie mehr als 2 Watt in der Birne hat, darf der vielleicht auch noch mal drauf gucken. Und dann gibst du das Ding halt ab und es ist fertig. Es ist weg vom Tisch und du kannst den nächsten Block machen. So ein E-Portfolio über irgendwie 9 Wochen aufbauen, ich sag mal, das ist böse, das ist halt Arbeit. Da musst du dir selber Gedanken machen. Nöthmeyer schreibt noch aus seiner Schulperspektive, die Leute geben lieber was in Papierform ab, als eine simple PowerPoint zu machen. Gut, PowerPoint ist ja nochmal so ein ganz eigenes Thema, aber auch Portfolio will da auch keiner machen. So, ich weiß auch ob viele mit dem Begriff einfach nichts anfangen können. Aber zum Beispiel in künstlerischen oder auch musischen Bereichen ist ja ein Portfolio eigentlich das Ding, mit dem du irgendwie überhaupt erst in die Uni kommst. Also ich glaube, da sind auch große Kulturunterschiede zwischen den Ja, also ich Fakultäten glaube, da, ich sichtbar. glaube, in diesem Bereich kenne ich mich überhaupt gar nicht aus, aber ich glaube, da ist das halt total etabliert. Also wo ich sozusagen den Begriff E-Portfolio immer so ein bisschen reinstecke in meinem Kontext, ist so für so Schlüsselkompetenzen, Veranstaltung, weil das natürlich total albern ist, am Ende irgendwie ein oder was auch immer semestrigen Schlüsselkompetenzen-Lehrveranstaltung die Leute in einer 90-minütigen Klausur zu befragen, wie jetzt denn Zeitmanagement geht und wie sie das Projektmanagement verstanden haben und wie sie ihr inneres Team nach Schulz von Thun und so aufstellen. Ja, okay. Naja, und dann ist da so ein E-Portfolio halt schon nicht verkehrt, ja, oder halt ein Portfolio, muss ja nicht E sein. Ja. Aber Ich will gerade mal genug kurz gucken, wie groß N ist. Und ich glaube, hier 1990. Also wir haben, glaube ich, 20.000 bis 25.000 Studierende. Das ist mal die Frage, wer da als aktiv zählt. Also, das kann man. Ich würde jetzt sagen, es ist generalisierbar. Genau, extrem ja, die viele Frage ist halt, Bachelor-Master. ne, was auch da wieder für ein Survivorship Bias drin Ja, ist gut, klar. Die Leute, die es halt, ja, nee, klar. Also, und wie repräsentativ halt die Stichprobe ist, ne? Oder ob ja. das halt eher Ja, klar, die und Leute, halt. die wirklich irgendwie wegen Pflege oder wegen Krankheit, die es einfach gar nicht mehr geschafft haben. Ich habe ehrlicherweise auch nicht daran teilgenommen. Die kommen da leider, also, falls jemand von Administration. Kursbewertungen und Rückfragen oder Surveys kommen immer dann, wenn man selber die Klausuren vorbereiten will. Ich würde sie vor Weihnachten im Wintersemester abschicken oder nach den Klausuren. Die kommen immer im Januar. Keine Chance. Keine Das Chance. erzähle ich aber unserer Qualitätssicherungsabteilung auch seit Jahren, dass man auch nach, ich kann, also wenn ein Semester 14 Wochen geht, jetzt komm mal hoch, weil da war doch nochmal so ein cooles Schaubild, was jetzt nicht die Prüfung, sondern die Ja, Lehrformate ist. Lernformate, ja, können wir auch Genau, angucken, das können wir ja. uns gleich nochmal anschauen. Ne, also ich sag mal so, also als Student, als Studentin kann ich doch auch nach, weiß ich sag mal nach Semesterwoche 5 oder 6, kann ich doch auch schon abschätzen, ob eine Lehrveranstaltung gut, mittelmäßig oder unter aller Würde ist. Ja, vor allem kriegst du als Lehrender doch dann früher schon Feedback und kannst dann auch gegensteuern. Was bringt, hast, also meine Zeitmaschine ist dauernd kaputt. Also du kannst doch nicht mehr zurück, um was dann zu ändern. Dann ist quasi vorbei und dann, wenn es dann quasi ein jähriges Angebot ist, dann dauert das irgendwie mal 8 Monate, bis du dich wieder mit beschäftigst und dann ist halt irgendwie, Und dann machst du es auch erst 2 Tage vorher und findest auch nicht ja, mehr, was du halt damals und meinst, nur für das Meeting. Das andere Wintersemester muss ja anders aussehen als, wobei, ja, man weiß es auch nicht. Also deswegen, ja,
Also ja, eine Evaluierung zum Ende ist halt eine self-fulfilling prophecy. Auf jeden Fall. Also Mittelwert. So, das Gleiche, also Nützlichkeit und Häufigkeit und sozusagen, ja. Ja, Lehrformate, okay. Ich hoffe, das sieht man gut. Ja, Nöttmer hat mit zwischendrin nochmal geschrieben, auch Lehrer vom Hintergrund, das war schon in meiner Dozentenzeit so. Ich habe auch das Gefühl, die Studenten und Schüler wollen eine möglichst berechenbare Note. Ja, agree. Also klare Anforderungen, klare Auswirkungen und da schneiden die traditionellen Sachen am besten ab. Und da würde ich sagen, sind wir halt einfach über Jahre drauf domestiziert. Da weiß ich einfach irgendwie ein Punkt, eine Minute, das könnte man auch mal ändern. Man könnte auch sagen, 10 Punkte, keine Ahnung, also 24 Stunden, 6 Stunden, also im Sinne von das aufbrechen. Vielleicht haben wir auch einfach, dass wir halt irgendwie Punkte haben. Ja, Amen. Na dann. Ja, wer Credits sät, wird Bachelor ernten. So hat mal irgendjemand auch geschrieben und gesagt. Ja, der Bachelor, das heißt im Hessischen was ganz anderes, aber machen wir weiter, sonst wird es uns unkonstruktiv. Videoaufzeichnung. So, Videoaufzeichnung. Nützlichkeit, genau. Nützlichkeit und Häufigkeit, ich habe das jetzt mal abgeschnitten, deutlich höhere Werte. Und auch deutlich höhere Häufigkeit. Also selbstständiges Arbeiten mit Lernbatterie immer landet punktgenau auf der Nullachse, was die Zufriedenheit angeht. Leute, warum? Es gibt doch nie, also warum? Ich verstehe es nicht. Ich meine, es ist ein Mittelwert, okay, aber das heißt doch, dass es extreme Antworten möglich. Also können Sie vielleicht mal gleich die Standardabweichung angucken, aber ja. Also das ist doch nichts anderes als ein Übungsblatt, das hochgeladen wird, oder? Naja, das ist halt so die PDF-Wäscheleine, ne? Ich meine, die kann aber auch halt von bis gehen. Also Lernmaterialien können ja auch, kann halt ein schlecht eingescanntes dreimal dritte Kopie von einer dritten Kopie PDF sein. Das stimmt schon, aber es kann dann auch irgendwie... Es kann auch ein super interaktives Videoquiz in H5P mit Hast du nicht gesehen sein, mit unterschiedlichen Lehrfaden und einem Branching-Szenario, was irgendwie aufgeht. Ja, das stimmt wohl. Also, das, ja, oder es, also vor allem dieses Selbstständige, da merke ich so ein bisschen, dass ich doch älter werde, das ist halt auch irgendwie Teil eines Studiums. Also, das ist halt irgendwie das. Ja, definitiv. Also, ich weiß nicht, ob wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen haben, aber ich habe ja im letzten Sommersemester, habe ich ja auch sehr dafür plädiert. Also, da war ja asynchron, war halt, sage ich mal, war so eben das Mitte der Wahl. Und wir haben eben so ein Studis viele Sachen zur Verfügung stellt, die sie sich angucken konnten und Quizze hier und Sachen da und Videos und alles. So, und das Ende vom Lied war ich schon gesagt, es hat sich halt kein Mensch angeschaut, weil irgendwie die Notwendigkeit und die Verbindlichkeit fehlte. Nur weil du überall und jederzeit lernen kannst, machst du es ja nicht. Ja, nein. Also und es fehlten dann halt bei uns so ein bisschen die synchronen Phasen, die die Leute halt irgendwo abgeholt haben nochmal und so ein bisschen gesagt haben, ne? Also diese eine Notwendigkeit und Verbindlichkeit geschaffen haben. Und das passiert jetzt zum Beispiel im Wintersemester durch die Laborpraktika. Und ich habe jetzt halt festgestellt, dass so ganz viele Fragen und E-Mails mich dann nochmal erreicht haben, weil die Leute jetzt wirklich durch die Laborpraktika gezwungen waren, sich mit den Sachen vom letzten Sommersemester zu beschäftigen und da halt ganz viele Sachen nachgeholt haben und im Prinzip Fragen gestellt haben, die sie eigentlich schon vor einem halben Jahr hätten stellen können. Wenn sie selbstständig motiviert gewesen wären, hätte die Radlerkette sich mit den Sachen zu beschäftigen, denen wir ihnen perfekt strukturiert, sage ich jetzt mal so, zur Verfügung gestellt haben. Ja, also ich muss echt sagen, ich gucke mir jedes Video an. Und wenn ich das irgendwie nebenbei mache oder beim Essen oder irgendwie noch, also da muss ich echt sagen, die Video, also das wird wenigstens, also die werden ja aus Gründen gemacht. Und das muss jetzt keine perfekte Präsentation sein. Ganz kurz, Nöttmeier, danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Also da kann man ruhig, ich weiß nicht, also die werden ja aus, das macht dir ja nicht zum Spaß. Also ich will jetzt hier nicht die komplette Streberantwort abgeben, aber zumindest mal nebenbei, jetzt nicht immer vielleicht mit angestipztem Papier, aber wenn man sich's komplett schenken könnte, würde das ja niemand hochladen. So, das ist quasi die Baseline. Dann natürlich Killer-Feature, Wiedergabegeschwindigkeit, ganz klar. Ohne geht's nicht, aber das kann zum Glück Firefox integriert, da muss man sich gar nicht mehr drum kümmern. Quick Win, wenn man so will. Und dann bleibt halt das, also wir können ja irgendwie nicht auf der einen Seite sagen, wir müssen arbeiten und vielleicht pflegen wir und manche haben Kinder und dies, das, tralala.
und sagen, wir brauchen das aber und es dann nicht gucken. Also das finde ich, also da, das sind immer so Punkte, wo ich echt kritisch werde und das sieht vielleicht mancher FS-Studienrat oder wie die ganzen AStA-Sachen heißen anders. Aber man kann irgendwie nicht Material die ganze Zeit anfordern und sagen, wir müssen asynchron sein und es muss unbedingt verfügbar sein oder dann guckt es keiner. Also es gibt ja Aktivitätenverfolgung, jetzt nicht wer, aber wie viele haben es sich angeguckt und da wird mir auch irgendwann, also da sinkt dann entweder die Qualität oder irgendwas musst du ja hochladen, dass man das natürlich irgendwie mit Feedback-Loop einarbeitet und irgendwie auch so guckt, dass man nicht 4 Termine zu betreuen hat, also irgendwie Fragerunde, Vorlesung, Übung und noch, keine Ahnung, Nebenleistungstermin oder so, sonst machst du ja auch nichts anderes. Was auch Nöttmer ja gerade noch meinte, bevor er weg ist, die Erstellung von E-Portfolios, die ist sehr weit auf deiner Seite drüben. Also die hat ja völlig, die ist ja völlig landunter. Aber ich könnte mir vorstellen, das wäre jetzt nochmal interessant, dass vielleicht tatsächlich in irgendwelchen Rohdaten, wenn sie vielleicht veröffentlicht sind oder so, nachzuschauen, wie groß da die Stichprobe war. Also wie viel von den, sagen wir mal, wenn das jetzt wirklich 2000 Studierende war, die dann gesagt haben, wir haben da jetzt was mit E-Portfolios gemacht. Also ich meine, die Standardabweichung ist jetzt auch nicht besonders groß, ne? Also irgendwie, das muss halt, das müssen. Aber das ist halt schade, dass da nicht sozusagen nochmal irgendwie das N dran steht von Leuten, die das halt, die das gesagt haben. Ah, warte mal, da steht jetzt was. Okay. Ja, das haben halt. Naja, wenn das halt irgendwie 15 Leute gesagt haben. Aber es waren halt trotzdem 1600, ne? Also ja, das ist halt schon sehr ähnlich zu dem, also es haben halt wenig, also in jeder Vorlesung, klar, gut, aber das ist ja, also die Portfolios ist ja auch irgendwie so ein Sammel. Ja, gut, genau. Ja, klar, aber klar, eigentlich, also. Ja, klar, ich meine, so viele Leute haben halt gesagt, sie können mit dem Begriff E-Portfolios was anfangen, aber nur 15 haben ja gesagt, es ist wirklich das Semester begleitend immer schon mal oder sagen wir vielleicht noch nicht. 4% mit häufig und dann irgendwie gelegentlich wird schon, ja, klar. Ja, also ich glaube, da ist halt die Stichprobe ist halt nicht sehr wahnsinnig groß. Es kommt auch hoch. Das Schaubild ist halt wirklich gut. Ja, auf jeden Fall. Also, ich feiere die Abteilung auch sehr, dass sie das so. Wenn man sich die anderen Sachen anguckt, also es gibt das selbstständige Arbeiten mit Lernmaterialien, was halt sehr häufig ist und Zufriedenheit, na okay. So, dann gibt es die Nutzung von externen Lernmaterialien und Medien. Das lohnt sich nicht. Also ich war ja auch lange auf dem Trip, kuratiert Medien, bindet ein. Dann müssen das aber Medien sein, die so gut kuratiert sind, dass die deine Inhalte ersetzen. Das kannst du auch nicht jeden Tag machen, sonst fangen irgendwann die Leute an zu fragen, warum bezahlen wir sie überhaupt nebenbei, dass sie lernen? Und wenn du Zusatzmaterial, das habe ich als Tutor mal versucht, das interessiert keinen. Also das kann ich mir ungefähr erklären, das externes Zeug. Also auch in Deutschland ist ja auch der Gastvortrag irgendwie so, der wird gerne gemacht von engagierten Dozenten. Ich muss leider sagen, also ich habe es ja bei meiner Thesis wieder ausgewertet. So richtig fruchtet das auch nicht. Das muss man sich echt überlegen, ob das so ein Premium-Gastvortrag ist von irgendeiner Person, die man kennt oder die irgendwie so BC-Promi fast schon. Aber ansonsten, schwierig. Das ist. Naja, wir haben so ein paar Leute, die früher mal bei uns waren oder die sozusagen so externe Doktorandinnen sind, die in irgendwelchen Firmen arbeiten. Und das ist dann schon immer ganz gut, wenn man die mal zu irgendwelchen Lehrveranstaltungen einlädt. Also einfach so wegen des Networking-Gedankens. Ja, okay, dieser Reality-Check, klar. Aber wenn dann jemand kommt, der. Halt so ein bisschen erzählen, was sie jetzt tatsächlich aus der Lehrveranstaltung im echten Leben brauchen oder halt auch nicht. Und können ein bisschen die Themen wieder anpreisen, die es für externe Abschlussarbeiten, Bachelor- und Masterarbeiten und so gibt. Das ist eigentlich schon ganz gut. So, dann finde ich interessant, dass Sie unterschieden haben zwischen mündlichen und schriftlichen Rückmeldungen und dass die aber von der Nützlichkeit irgendwie gleich eingeschätzt wurden, von der Häufigkeit. Die schriftlichen natürlich irgendwie häufiger, weil, wie und wo gibt man mündliche Rückmeldungen? Also ich habe halt mal einmal im Semester, habe ich glaube ich auch mal drüber getwittert, da hatte mir halt ein Student ein elektrotechnisches Problem bei Instagram geschickt auf meinen Regel-GT-Quiz-Kanal. Dann habe ich das irgendwie in 2, 3 Sprachnachrichten in Instagram beantwortet. Das ging eigentlich und es war vom Workflow für mich, ging das schneller, als wenn ich auf jeden in einer E-Mail geschrieben hätte. Ich kann auch Leuten nur empfehlen, wenn sie Sachen einsammeln, keine Ahnung, hast irgendwie 20, 30, vielleicht sogar 40 Leute im Kurs
Und dann geben immer so die Hälfte, zwei Drittel ab, glaube ich, eine relativ hohe Zahl. Und dann nimmst du dir Sachen und dann fragst du die Leute, bei denen es richtig gut lief oder bei denen, wo einfach noch so ein bisschen was gefehlt haben, ob du das zeigen darfst. Und dann habe ich das so gemacht, dass man quasi einfach noch so, wie wir eigentlich gerade, Picture in Picture. Und dann geht man rüber und sagt, okay, das war gut, da würde ich sagen, da bin ich noch nicht so ganz dabei. Und das dann wieder allen zur Verfügung stellt. Und dieses mündliche oder gut, am Computer geht der Work oder mit Video geht der Workflow auch noch ganz gut. Bis du das abgetippt hast und allen zur Verfügung gestellt hast, dauert dreimal so lang. Insofern verwundert mich fast, dass schriftliche Rückmeldungen so viel häufiger benutzt worden sind. So, und was ich sozusagen jetzt wieder auf der anderen Seite der Skala, dass das kollaborative Erarbeiten von Inhalten, dass das sowohl, also was die Häufigkeit angeht, klar, das wird auch wieder eine kleine Stichprobe sein, aber dass das halt von der Nützlichkeit eben auch so aus studentischer Sicht so schlecht eingeschätzt wird. Und ihr habt Angst, dass wir uns absprechen. Nee. Ja. Also, ja. Nee, es muss nämlich gelernt sein. Also, ja, also genau, wenn man das jetzt nochmal wieder zurück auf die Prüfungen projiziert. Und es ist halt bei uns auch tatsächlich sowas, ich meine, ich habe das in meinem Mathe-Vorkurs gemacht. Ne? Da habe ich halt, der war ja auch komplett online, habe ich ja halt darüber berichtet. Mhm. Und da habe ich halt gesagt, für jeden Tag, ich mache euch ein Padlet, ne? Halt so eine Online-Pinnwand und mache das schon so Spalten, Aufgabe 1, Aufgabe 2, Aufgabe 3 und so weiter. Und dann könnt ihr da eure Lösungen hochladen und könnt ihr heute euch gegenseitig zur Verfügung stellen und könnt die da halt sammeln. Und wenn, ne, wenn es irgendwie 5 Aufgaben gibt und jeder zweite lädt da nur irgendwie eine Lösung hoch, habt ihr am Ende doppelt und dreifach alle Lösungen, könnt die vergleichen, könnt da drauf gucken. Es gibt ja manchmal auch irgendwie so den Ansatz und dann könnt ihr das kommentieren. Das hat kein Mensch hat das gemacht. So. Viele Konsumenten, wenig bis gar keine Produzenten. So. Und ich sag mal, und du müsstest wahrscheinlich als Lehrperson sagen, ich mach, wie du sagst, so mit ganz Sauklaue, mache ich irgendwie so eine Lösung, die so, die sieht schlimm aus, ist aber vielleicht gerade so richtig und dann lade ich die da hoch, damit da irgendwas ist und damit die anderen sagen, na gut, also wenn das da hochgeladen wurde, na dann kann ich meins auch hochladen. Ja, ja. Aber wenn da halt gar nichts ist und du immer so die Einstiegshürde bist und sagst, also wenn ich jetzt der Erste bin, der das hochladet und alle gucken da drauf, na, dann muss das schon erstens richtig sein und zweitens tippitoppi aussehen und sonst mache ich das schon gar nichts, weil das ist viel zu peinlich. Das ist quasi der Anti-First Mover. Also. Ja, das ist genau. Das ist so wie, ich bin der Erste, der seine Kamera einschaltet, ne? Oder ja. Aber ich finde, obwohl ich die Mechanismen irgendwie selber kenne, es fällt mir auch selber total schwer als Student. Also es ist wirklich, wir hatten auch die Möglichkeit, noch Fragen zu stellen mit Forum und E-Mail. Nee, also ich muss ganz ehrlich, nee, also irgendwie, ich weiß nicht, das müsste man mal irgendwie sich genauer zerlegen, warum das so ist. Also ich schiebe es auch so ein bisschen einfach darauf, dass man auch, man kennt über die Zeit seinen Dozenten oder seine Dozentin ganz gut, aber irgendwie die anderen nicht. Und irgendwie, es ist. Also ich habe jetzt kein Problem mit dir einfach ins Internet zu streamen und alle können uns in der Greenscreen zugucken, aber in einem regelmäßigen Studientermin mal die Kamera anmachen, irgendwie sind das zwei verschiedene Wahrnehmungen, das ist komisch. Also wenn man so rüber reflektiert, eigentlich ist das komisch und irrational. Naja. Ja, und dann hatte ich ja in der letzten, vorletzten der Veranstaltungswoche jetzt Ende Januar so ein Barcamp organisiert online mit den Studierenden, auch so mit, ne, irgendwie nochmal so ein bisschen das Semester zusammenfassen und so die Idee, es wird ja irgendwie ein Thema geben von den vielen Themen, die wir besprochen und bearbeitet haben, was jeder so weit verstanden hat, dass man dazu auch nochmal irgendwie eine Aufgabe rechnen könnte, ein Beispiel diskutieren könnte oder einfach sagen würde, ich kann dazu mal Fragen beantworten oder ich würde dazu irgendwie eine Diskussion moderieren, wo wir uns vielleicht gegenseitig Fragen beantworten oder so. Und auch da war es ja total schwierig, dafür sozusagen Studis zu finden, die sagen, sie machen das. Mhm. Und auch noch im Nachgang auch wieder die Leute dazu zu bringen, zu sagen, dokumentiert doch bitte das, was ihr in den Sessions jeweils gemacht habt und ladet das auch wieder in so ein Padlet hoch. Ne? Ah ja, das sind, ja. Also diese studentische Barcamp-Idee finde ich total gut, weil ich selber noch nie an einem richtigen Barcamp teilgenommen habe und dann das direkt, also das könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen, aber das ist halt schon wieder so hip, das musst du ja quasi den Teilnehmern und vielleicht auch noch deinen Dozenten
erst oder dann, ja, also Barcamp an sich ist ja schon relativ neu. Ja. Ja, es ist halt, also, ne, das wie es immer so schön heißt, das steht halt und fällt mit den TeilgeberInnen, die da halt hinkommen oder halt eben nicht hinkommen. Und wenn du da halt nur so Leute hast, die da irgendwie so halb gezwungen sind und du alle so ein bisschen zu ihrem Glück da dann auch. Das ist also Barcamp ist ja genau das Gegenteil. Ja, genau. Dann lose. Halt, ne? Und ich meine, das ist ja hier die Plenumsdiskussionen und die studentischen Präsentationen, Videokonferenzen. Das ist halt, wird aber eh nicht gemacht, hat auch gerade auch keiner Bock drauf. Alles ein Pflaster, ja. Ja, also, ja. Gruppendiskussionen, Videokonferenz. Ich muss auch sagen, es gibt ja viele auch in unserer Bubble, die Breakout Rooms so richtig feiern. Ich muss sagen, persönlich, das fliegt nicht. Also, entweder ich bin per Zufall eh mit meinen Dudes in der Gruppe, okay, aber dann haben wir eh alles schon bei der Übung in unserer Lerngruppe irgendwie organisiert. Oder ich gucke also quasi wie der Dozent in eine leere Void oder irgendwie könnte mich hören. Und wenn dann irgendwie, manchmal ist es so, dass sich Gesprächspfade entwickeln und dann kommt der Professor rein. Und alle so. Ja, genau. Und der kann halt nicht anklopfen, weil das geht halt in Zoom ja, nicht. Ja, das ist so richtig. Ja, nee. Und dann ist alle so, oh, ja, wir waren fertig. Ja, genau. Wir waren auch fertig. Ja, genau. So, blöd. Ja, ich eine Studentin hatte mir über meinen Daily GT Quiz Instagram-Kanal irgendwie so ein Video-Meme geschickt, wo so eine Studentin vorm Rechner sitzt. Und die trinkt auch und isst und macht, aber guckt sozusagen, wie du sagst, sie guckt halt immer hinzu. Ja. Und dann siehst du, wie der Prof irgendwie so sagt, so und jetzt gehen wir jetzt Gruppenarbeit, Breakout-Sessions. Und dann macht sie halt ganz, ganz panisch, so schnell schlägt sie halt den Rechner zu. So. Das hat mich jetzt dann immer erinnert an, wo ich die Gruppendiskussionen oder die Arbeit in den Breakout-Sessions an irgendwelchen Beispielaufgaben angekündigt habe und nur im Hintergrund das Bing, Bing, Bing aus dem Zoom-Meeting raus. Ja, es ist witzig, aber es tut einem schon so, weil, ja, I can relate. Also, Ich glaube, man muss halt, wie immer, so die Mischung machst. Ne? Also wenn du halt jede Woche sagst, jetzt irgendwie Breakout-Session, boah, dann ist das halt und jedes Mal irgendwie mit anderen Leuten, ich glaube, das ist ja was bei mir, die Studis so angestunken hat, dass ich sie dann jede Woche wieder in irgendwelche anderen zufälligen Gruppen eingeteilt habe. Das macht der Maglowski da wieder, Mann, er soll seine Aufnahmen machen wie die anderen auch. Ja, und ich meine so dieser Twitch-Stream jetzt mit meiner Sprechstunde, ich meine, das gucken sich ja dann schon über die Woche so um die 100 Leute an. Ja, cool, das ist richtig viel. Also live habe ich immer gar nicht so viel ZuschauerInnen, aber sozusagen normal. Dann in dieser Konserve. Und ich meine, ich glaube, das ist ja so ein bisschen wie wenn ich mir jetzt irgendwelche hochschuldidaktischen Inhalte meinetwegen so ein bisschen aneigne, indem ich halt Podcasts höre, ne, dann man konsumiert ja auch erstmal nur. Und klar, dann irgendwann muss man halt darüber nachdenken und dann selber mal Sachen ausprobieren. Ja. Also man muss auch ins Tun kommen. Nur von dem Konsumieren passiert halt nichts. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt eben nur jede Woche mit irgendwelchen anderen Leuten diskutiere darüber, dass wir alle das nicht verstanden haben, passiert ja auch nicht so viel. Das ist keine Wiese, auf der viel wächst. Also. Ja. Von stimmt daher, schon. Schwieriger Punkt. Was mir halt noch aufgefallen ist, bei diesem Barcamp zum Beispiel, war das dann so, dass ich eigentlich am Anfang auch gesagt habe, natürlich mit Absicht mache ich keine Session, weil wenn ich eine anbieten würde, würden ja sozusagen alle irgendwie zu mir kommen. Und habe auch versucht. Das ist eine Vorlesung. Genau. Habe auch versucht, mich gerade am Anfang halt da rauszuhalten. Also wo ich habe das Barcamp ja auch mit den Studis ein paar Mal in Präsenz gemacht, so wirklich so im Hörsaal, da war das halt auch nicht so toll, weil Hörsaal hat halt nicht so die Atmo dafür, ne? Und dann haben wir halt irgendwie so ein paar Arbeitsräume im Keller und auf dem Flur und irgendwie an der Tafel und das, so. Und dann habe ich das auch so gemacht, dass ich am Anfang gesagt habe, so jetzt Session starten, geht alle irgendwie hin, wo ihr hin wollt und
ich hole mir jetzt erstmal einen Kaffee. Und dann bin ich halt wirklich rausgegangen, bin sozusagen in die Cafeteria gegangen, habe mir einen Kaffee geholt und irgendwie einen Kuchen. Und dann war ich erstmal eine Viertelstunde weg oder zumindest 10 Minuten, bin halt wiedergekommen. Und dann hatte, ne, und also das muss man auch als Lehrperson dann erstmal sozusagen aushalten, ja, Ertragen, ja. ertragen, dass im Kaffee und Kuchen Zweifelsfall. essen, muss man lernen. Genau, dass da im Zweifelsfall auch erstmal 5 Minuten lang nichts passiert und die Studis feststellen, hey, Moment, hier passiert nichts 5 Minuten lang und jetzt, wir können hier noch 5 Minuten warten, da wird jetzt aber auch keiner kommen und uns retten. Ne? Wir müssen jetzt mal selber aktiv werden an der Stelle. Und das hat ja dann auch so funktioniert, das hat jetzt in dem Online-Barcamp auch so semi-funktioniert. Und was ich dann festgestellt habe, ist, als ich dann, also irgendwann hatte mich dann ein Breakout-Raum gerufen, sie brauchen jetzt irgendwie Hilfe. So, und dann bin ich da halt hin. Und dann habe ich halt festgestellt, als ich dann da war, sind dann auf einmal Leute da hingekommen. Ah, von anderen Gruppen. Ja, aus anderen, also entweder noch aus dem Zoom-Hauptraum, ja, Ja. wo sie halt irgendwie verblieben waren, weil ich da auch war, zwar mit Kamera aus und sozusagen Okay. Mikro aus. Ich war da auch dann nur eine der schwarzen Kachel, aber ich Ja. war da halt noch. Und dann haben die gedacht, na gut, wenn der hier ist, so, und Das ist so FOMO. Einfach Fear of Missing Out, nichts verpassen wollen. Es könnte ja was Wichtiges sein. ja, FOMO, erinnere mich dran, da kann ich ja auch noch bei der Prüfung Okay, jetzt was okay. erzählen. So. Und dann war halt aber die Frage beantwortet und dann habe ich mir gedacht, na gut, so, naja, gehst du mal in den Hauptraum zurück? So, naja, da war natürlich auch nichts. Dann habe ich mir gedacht, na gut, jetzt ist die Session-Zeit bald rum. Gehst du mal in die anderen Sessions, erinnerst sie mal nochmal daran, halt einen Screenshot zu machen, das irgendwie in den Padlet hochzuladen, vielleicht nochmal einen Link zu posten. So, dann ging ich halt in den anderen Raum, virtuell, in die andere Breakout-Session. So, bumm, kam mir wieder irgendwie, also ich hatte so eine Gruppe von so Fanboys, ja, die kamen dann immer so mit, weil sie gedacht haben, oh, wenn ich da bin, dann werde ich jetzt da, keine Ahnung, die. Großartig. So, Großartig. und ja, vielleicht Fear of Missing Out. Also bei der Prüfung, ne, letzte Woche, hatte ich ja auch gesagt, ich habe die ganze Zeit ein Zoom-Meeting laufen, in das ihr euch halt einwählen könnt, wenn ihr Fragen Tech habt. Support Majdowski, wie kann ich Ihnen helfen? Genau, ne, wenn ich, I see, have you tried to turn it off and on again, habe ich dann immer gesagt. So. Und naja, und es gab halt Leute, die waren im Prinzip, also ich war noch nicht mal da, da waren die halt schon in dem Meeting. Und auch Ja. als die Prüfung sozusagen losging, als es auch zum Start der Prüfungszeit gab, kamen immer mehr Leute in das Meeting. Dann habe ich immer gefragt, hallo, herzlich willkommen, gibt es denn Fragen? So, keiner antwortet nichts. Große Wand, schwarzer Kacheln. Ich sage, ja, wenn es keine Fragen gibt, gut, so. Und es kam immer wieder dazu, nicht so, herzlich willkommen, ich wünsche euch viel Erfolg bei der Prüfung. Hat denn noch jemand Fragen? So, Oh keine mein Frage, keine Gott. Frage. Und ja, Ja. ich weiß nicht, ob wir das auch schon besprochen haben, ob mir das irgendwer anders wird. Also, es gibt ja Leute, die dann halt auch bei Sprechstunden, die halt reinkommen und sagen, ich habe eigentlich gar keine Frage, aber ich wollte nur gucken, was die anderen so für Fragen stellen. Nein, das gibt es. Ja. Also ich war ehrlicherweise im Master nie zu bei einer Sprechstunde und im Bachelor auch nicht. Nee, also dann kommen die vorbei, um zu gucken, ob noch jemand, also ob was passiert. Spannend. Ja, irgendwie, also, okay. Lass uns, ja, also, okay. Aber nochmal kurz, weil ich meine, Office, also Sprechstunde, Office Hour, das wäre ja so die Überleitung nochmal zu deinem Twitch-Kanal. Live kann nicht viel passieren, das liegt halt an der Plattform. Viel zu klein, zu wenig Impressionen, müsstest quasi einmal komplett Magdeburg irgendwie auf die Plattform ziehen, damit du da dann gefeatured wirst und was. Also das würde ich sozusagen an der Plattform, auf die Plattform schieben. Und wenn du aber so viele Aufrufe hast, also quasi dreifach so viele Leute wie benachrichtigt werden, wenn du live gehst, das schon, also das ist ziemlich viel. Zumal hast du nicht auch irgendwie so um die 100 Studis, würde ich jetzt sagen. Ja, genau. Und ich meine, ich poste halt eigentlich immer den Link nochmal Ja. dann bei uns im Nachrichtenforum und sage, hier, Aufzeichnung ist jetzt verfügbar. Genau der Link, Ja. da könnt ihr euch das angucken und schreibt dann auch immer nochmal drunter. Ist jetzt Ja. halt noch irgendwie 10 Tage Ja. verfügbar. Was man auch noch beachten muss, wenn man quasi auf den Kanal von Twitch geht und du bist nicht live, also quasi ja, der normale Zustand, dann wird das letzte Video schnell angezeigt und wenn dann Leute sozusagen ein paar Sekunden, dann zählt das nochmal drauf. Aber selbst wenn du irgendwie nochmal ein Drittel runterrechnest, dann
dann ist das relativ viel. Also, das Problem ist, es gibt nicht genug Professoren und Dozenten, die das machen, sonst hätte ich größere Datenbasis, aber ich sehe das ja auch bei den US-Kollegen. Das ist anormal und ist tatsächlich auch ein Feature, das man besonders bei Educational Content einfach sieht, weil bei Gameplay würde niemand groß zurückgucken. Vielleicht mal so eine Highlight oder so die ultra witzigste Szene, die dann auch irgendwie im Thumbnail auftaucht, aber ich sehe gerade den Vorteil bei den Auflösungen, weil man dich ja denken sieht und hört. Und ja, ich glaube, da kommt, und dann gibt es, glaube ich, auch Leute, die gucken das mehrfach. Also gerade, weil es ja abläuft, also nach 14 Tagen ist ja Schluss, wenn du es nicht woanders hochlädst. Und das wäre so meine Vermutung. Aber das ist jetzt eher ja, so na gut, ich meine, man kann es sich natürlich als Studentin oder als Student mit den, was ich Tools, die es so gibt, halt eben auch natürlich auf die eigene Festplatte runterladen. Ja, übrigens, kleiner Trick bei dir, wenn du jetzt auch was, wenn du mal denkst, okay, eigentlich ist das so spannend, das will ich haben, dann kann man auch ganze Stunden und Minuten klippen. Normalerweise sind es so wenige Sekunden. Und es ist so ein alter Twitch-Trick, irgendwann bauen sie es wahrscheinlich aus. Es gibt Jahre alte Clips, wenn du quasi, weil eigentlich müsstest du es ja runterladen, irgendwie vielleicht bearbeiten oder Titel draufpacken, nochmal neu hochladen. Und wenn du einfach sagst, okay, ich will das jetzt klippen, ich will den Aufgabenteil und dann ist das für, ich glaube, für ewig verfügbar, weil die Clips nicht ablaufen. Ja. Das könnte man sich noch merken, aber an sich finde ich das großartig. Also mach das bitte weiter, sonst gehen wir von irgendwie 3 Leuten, die Edu-Content im Dach streamen, wieder auf 2 runter und das darf nicht passieren. Naja, und dann schicke ich dir halt den Link in unser Nachrichtenforum. Genau. Manchmal teile ich es auch noch bei Twitter und dann lade ich da eben auch wirklich die PDFs hoch von den Dateien, die ich geschrieben habe. Und ich meine, ich glaube, dann ist so der Punkt an dem finalen PDF, mit dem kann man ja dann auch meistens nicht mehr viel anfangen, weil da ist ja auch viel Pfeile übereinander und Sachen halt hier und da geschrieben. Ja. Aber ich glaube, es hilft dann nochmal in dem, wenn ich es mir dann angucke, dann ist ja die Videoauflösung nicht immer so gut und so und dann habe ich das nochmal wirklich in dem Prinzip Vektor-Grafik-Qualität und dann, wenn ich halt in MATLAB was gerechnet habe oder wenn ich was simuliert habe oder so, dann lade ich halt häufig auch nochmal da die Dateien hoch, also dass man dann das selber nochmal nachrechnen, nachsimulieren kann. Keine Ahnung, wie viele Leute das machen. Ich packe das ja dann auch immer in diesen Infobereich da, in dem Twitch-Kanal und verlinke das da. Nee, cool. Und da hat sich ja jetzt über die, was weiß ich, letzten Monate auch schon ein Repositorium, könnte man fast sagen, halt angesiedelt, ne? Ja, nicht schlecht, definitiv. Ich bin noch mal kurz nebenbei in die Umfrage gegangen. Da sind tatsächlich schon echt, also ich würde sagen, es ist gut, jetzt nicht natürlich nicht normal verteilt, aber wir haben, also die juristische Fakultät ist bei uns relativ stark, das sieht man jetzt hier nicht genau, aber philosophisch waren... Wir hatten keinen Bock, die Umfrage auszufüllen. So, ja, genau. Aber also es ist ja schon ein Unterschied, ob ich an einer humanwissenschaftlichen oder einer mathematisch-naturwissenschaftlichen, das ist das HPI. Also da sind schon verschiedene Denkschulen und Richtungen und Aufgabentypen vertreten und zwar irgendwie jeweils mit knapp einem Fünftel. Insofern bleibe ich aber mal Aussage, dass das generalisierbar ist. Bis natürlich irgendwie so kleinere, ich bin irgendwie sehr unzufrieden im Referat in Präsenz, waren halt 6 Leute. Aber allen recht machen wird auch nie gehen. Und das war auch noch nie der Fall. Also wir vergleichen ja oft, ganz oft, wie war es vorher? Und wir können irgendwie, keiner fand, also ich finde zum Beispiel Klausuren grundsätzlich nicht so cool. Ich nehme die mündliche Prüfung immer einfach Rampen, Stage, wie auch immer. Also das hat ja auch mit persönlichen Vorlieben und ein bisschen so einer Natur zu tun. Und man hat es noch nie allen recht gemacht. Und das war auch noch nie das Ziel in der Uni, sind wir mal ehrlich. Also, ja, wir haben uns wenig über die eigentlich, ja doch, du hattest durch deine Beispiele vor allem, durch die Unproctored. Aber ich würde sagen, so Richtung Conclusio, wir haben halt diese ganz harte, zeig mir dein Leben in der 360-Grad-Kamera. Und ich sag dir nicht, was ich mit den Daten mache, bis hin zu, du hast eine Woche Zeit, das abzugeben, macht's alleine, macht's in der Gruppe. Das sind, glaube ich, so die 2 Extreme. Man ist eben oft in der, richtig generalisieren kann man es nicht, aber ich würde sagen, so das, was man aus dem Twitter-Campus hört, da würde ich sagen, ist eher positiv, weil viele Unis sich jetzt gegen Zoom-Proctoring
entschieden haben, würde ich jetzt ja, sagen. Oder zumindest so in dieser ganz krassen Form, ne? Ja, Also genau. bei uns gibt es jetzt, ich meine, es gibt ja bei uns auch Proctored Exams, aber da heißt es halt, es will, ich weiß nicht, ich habe das Ohr, TU Bergakademie Freiberg oder so, da habe ich das irgendwie gelesen, ne? So, damit wir Sie während der Prüfung bestmöglich betreuen können, wäre es nett, wenn Sie Ihre Kamera anlassen, wo ich mir sage, hallo, wie, warum und wie, ist eigentlich wie ganz, möchten Sie mich... Ist eigentlich ganz süß formuliert. Also man kann vieles formuliert, ja. Also ich glaube, bei uns gibt es auch so dieses, ja, also es wäre schon nicht schlecht, wenn ihr eure Kamera anmacht, aber wenn ihr es jetzt nicht macht oder wenn ihr zwischendurch mal auf die Toilette müsst, dann geht da jetzt auch nicht direkt die, oder wenn ihr mal vom Bildschirm ablasst und irgendwie auf euren Taschenrechner guckt, geht da auch die Welt von nicht unter. Aber wir würden euch schon ganz gern, wenn es euch nicht stört, dabei so ein bisschen beobachten. Einfach, weil das uns ein nettes, warmes Bauchgefühl verschafft. Ne? So, so habe ich jetzt oh, mal ja, okay. die Proctoring-Befindlichkeiten an unserer Uni so ein bisschen ja unterschwellig wahrgenommen. Ja. Ich, also wenn man jetzt mal das so ein bisschen weiterdenkt, ne, habe ich auch schon mal irgendwann geschrieben, dann ist ja dieses, man, alle Studis in einem Fach schreiben die Prüfung alle am gleichen Tag zur gleichen Zeit, weil man das eben früher so gemacht hat, in einem Prüfungsraum, in einem Prüfungshörsaal zur Prüfungszeit, ist ja eigentlich, wenn man mal wirklich die Kultur der Digitalität da so ein bisschen weiterdenkt und reindenkt, ist das ja totaler Quatsch. Also eigentlich könnte man halt auch sagen, ne, wann auch immer, lieber Student oder liebe Studentin, du dich in der Lage dazu fühlst, diese Prüfung zu schreiben, mach es doch gern. Also melde dich vielleicht an, wieder mit einer 2 Wochen Vorlauffrist, weil das ist halt irgendwie ein prüfungsrechtlich gültiger Akt, muss das sein. Ja, und den musst du schon, irgendwie dann ja verbuchen. Aber ansonsten mach das halt, wenn du möchtest, ja. Und ich glaube, das könnte halt gerade für so kleinere Unis könnte das ein riesen Wettbewerbsvorteil sein, wenn man sagen könnte, bei uns könnt ihr halt im Prinzip 24/7 Prüfungen machen, ja, und unproctored, wann auch immer ihr wollt. Ne? Also mit eben natürlich absolut vernünftigen, kompetenzorientierten, individualisierten Aufgaben. Ich meine, dann ja, diese Contract-Cheating-Sache, die wird man halt nicht ausschließen können, aber ich meine, die kann ich jetzt halt auch nicht ausschließen. Auch bei so einem Text plus irgendwie, den, also so viel Geld kannst du niemandem anbieten, damit er sich durch die Folien wälzt, irgendwelche Case Studies nachpflegt. Nee, und dann, und nee, also das würde ich tatsächlich auf einer persönlichen und inhaltlichen Ebene aussortieren ja, können. Ja, und genau, und ich meine, und dann kann man immer noch sagen, ja, wir schreibt halt was irgendwie 3 Stunden schriftlich und wir machen halt dann am Ende im Prinzip ein verpflichtendes Auswertungsgespräch, wo ihr uns im Zweifelsfall das nochmal kurz erklärt, wenn wir das ja jetzt bei der und der Aufgabe nicht verstanden haben, was ihr da gerechnet habt und wir euch halt auch irgendwie individuell so ein bisschen Rückmeldung geben, weil ich meine, das passiert ja bei aktuellen Klausuren halt auch nicht. Ne? Also gibt es halt ja eine Klausureinsicht und da kann man halt hinkommen, wenn man möchte oder eben auch nicht. Und so dieses, dass man auch die Prüfung irgendwie nochmal mit dem Prüfling reflektiert, das passiert ja auch recht selten. Also bei mündlichen Prüfungen. Das hatte ich noch nie. Also das ja, bei mündlichen Prüfungen, ja, ich meine, man fragt ja so klar mal ganz gern, bist du noch nie gefragt worden, welche Note würden Sie sich selbst geben? Ich hatte noch nie eine mündliche Prüfung. Ach so, also ich habe entweder Hausarbeiten abgegeben oder ich hatte Klausuren. Also, und ich meine, das ist tatsächlich eine Frage, die wir bei uns bei mündlichen Prüfungen gerade im Master häufig stellen. Ja. Ja, ist reflektiv und eigentlich könnte man das erwarten. Also kannst du ja, von einem genau Masterstudenten das erwarten, dass das schon so viel halt gesehen hat. Schon, schon krass. Also manchmal sind die Leute natürlich, wenn es ihre erste mündliche Prüfung ever ist, seit dem Abitur oder so, dann ist natürlich da irgendwie die Einschätzung schwierig, auch so im Vergleich zu anderen Kommilitonen ja und sowas. Aber also es gibt halt Leute, die stolzgeschwellte Selbstbewusstsein. Ja, genau. Also ich würde sagen sofort 1-0, alles andere Mit 2,3 und dann sagt man selbst, naja, das ist schon ganz gut, aber wir haben heute einen guten Tag, wir geben ihm 2,0, so nach dem Motto. Ja. Ja? Und dann gibt es halt Leute, die da, also die müssen das eigentlich mitbekommen haben, dass sie nichts von nichts eine Ahnung hatten und dass man die, jede Antwort ihnen aus der Nase ziehen musste und die sagen, oh, lief doch super, 1,3. Ne? Und genau andererseits hat man halt Leute, die haben eigentlich alles gewusst, die mussten vielleicht mal so ein bisschen nachdenken, aber ja, die haben halt nachgedacht und haben ihren Denkprozess sichtbar gemacht. Und man ja, denken ist ja erlaubt, also meine Güte. Genau, wie gesagt, man konnte zuhören und zuschauen, wie sie denken ja und sie um die Klippen herumschiffen.
Und das legen sie sich dann selbst im Prinzip negativ aus, dass nicht jede Antwort direkt aus der Ja. Pistole geschossen kam, was man ja auch überhaupt gar nicht haben möchte, nicht? Ich will ja nicht da irgendwie so ein auswendig Lernbärchen vor mir zu stehen haben, was irgendwie sofort alles weiß, sondern die Leute Ja. können ja schon nachdenken. Und also ziemlich oft kommt es halt vor, dass halt Leute dann so total rumlavieren, ne? Also dann ja und so und also musste wirklich, es dauert Ja. dann fast länger als die eigentliche Prüfung, ihnen dann mal endlich die Antwort zu entlocken, was sie sich selbst für eine Note geben würden. Aber da muss man auch sagen, dass so Soft Skills oder so, ja, also auch dieses Kollaborieren oder auch dieses Reflektieren, das wird halt sonst nirgendwo gefragt. Also du kriegst keine Punkte dafür. Das heißt, du beschäftigst dich schon mal nicht damit als Student. Und auch so Zusatzseminare und so, mach ist oft Selbst- und Privatvergnügen. War zumindest in meiner Erfahrung. Und wenn du dann irgendwie am Ende von theoretischen Elektrotechnik gefragt wirst, und was würden sie sich geben? Ja, und dann gibt es halt so die Extreme und dann gibt es halt auch die Sympathischen, wo du irgendwie weißt, die sind froh, dass sie irgendwie diese Prüfung gut überstanden haben. Ja, aber dafür muss man sich halt auch Zeit nehmen. Also für dieses, okay, also du kannst ja, mündliche Prüfungen gehen ja alleine nicht, meinem Verständnis nach. Also brauchst eigentlich zwei Prüfende und einen Beisitzer und vielleicht sogar ein Protokollant. Also Disputationen sind zum Beispiel auch ja sehr, sehr strikt reguliert. Und das sind alles so Sachen, die stellen wir uns bei Klausur oder bei schriftlichen Klausuraufgaben erst gar nicht, weil wir immer davon ausgehen, dass sie fair, transparent, kann man mal in Frage oder in Frage stellen. Also und bei einer mündlichen Prüfung ist halt für beide Seiten viel deutlich transparenter, was gefragt wird, auch wie reagiert wird. Und wir wollen halt viele nicht den Schuh sich anziehen. Was ich noch sehr großartig finde, vielleicht noch so als Input, dass man Midterm-Exam in anderen Bereichen, oder vor allem in Amerika und auch in Asien hat. Weil ich verstehe, dass man Sachen einfach abformeln müssen, gewusst werden und Verständnisse und irgendwie, was war dein Beispiel vorhin, der Kurzschluss von einem Leerlauf unterscheiden. Machst du in einem Midterm-Exam, wo man halt so Sachen wissen muss, das nimmst du als Grundlage, die Sachen, die man da wissen muss, machst du ein Final-Exam draus. Das kann man dann auch in unterschiedlichen Formaten anbieten. Irgendwie so, dass man so ein bisschen mehr variiert, weil eigentlich ist es doch absurd, dass man zweimal nach 16 Wochen irgendwie einmal den Dump in 120 oder 90 Minuten ablässt. Und dann ist es auch egal, ob da Bachelor of Science oder Master of Arts oder so draufsteht, das machen irgendwie alle. Ja, definitiv. Ich meine, das machen, versuchen wir ja bei uns, ne? Ich meine, bei uns gibt es ja Ja. diese personalisierten Aufgaben und wir haben ja halt diese Leistungskontrolle oder diese Übungsscheinklausur schon auch seit immer und ewig früher in Präsenz oder jetzt halt irgendwie als Online-Variante im Moodle. Ja. Bloß, es gibt ja eben viele Studien- und Prüfungsordnungen, auch entsprechend der Bologna-Reform und so, die halt eben ganz klar pro Modul eine Prüfung vorsehen. Ja, und Lass mich mal nebenbei, also rede mal weiter. Ich suche nebenbei ja, noch mal das Bild von ja. und die eben auch nicht, also ich meine, was ja genauso jetzt prüfungsrechtlich, wenn man mal so ein bisschen darüber hinaus denkt, eben auch absurd ist, eigentlich, dass, also wenn ich so eine Prüfung einmal bestanden habe und meine Kompetenz einmal nachgewiesen habe, dann habe ich die ja für immer und ewig, also laut Prüfungsrecht vergesse ich das ja nie wieder, was ich da gelernt habe. Niemals Ja, nie. aber das ist ja auch völlig So. unrealistisch. Und ich Also. dürfte auch diese Prüfung niemals nie wiederholen. Also wenn ich einmal in dem Fach meine Kompetenz nachgewiesen habe und wenn es halt auch nur mit einer 4 war, ja, Läuft nie ab. genau, dann und ich hätte auch nie die Chance dann nach dem Prüfungsrecht, ich meine, klar, das hat auch seine Vorteile natürlich, ne? Sonst hätten wir wahrscheinlich noch dreimal mehr Prüfungen zu kontrollieren, wenn jeder sagen würde, ah, im nächsten Jahr probiere ich es nochmal, da könnte ich noch 0,3 Notenpunkte besser werden. Aber selbst das glaube ich nicht. Also nach allem, was du mal sagst, ich glaube, das würden ein Bruchteil der Studierenden nur in Anspruch nehmen. Also es gibt, glaube ich, trotzdem viele, die sagen würden, ah, ich bin froh mit der 4 und es gibt andere Fächer, auf die ich mich jetzt konzentriere und ich weiß genau, dass ich da nicht nochmal irgendwie drüber hinauskommen würde. Ja, also, nee, also ich meine, das Standardvorgehen als Student, um eine bessere Note zu bekommen, ist, dass du dir, also die super dreiste Variante ist, du gehst in den Erstversuch und je nachdem, wie die Uni das regelt, ist es teilweise so, dass man noch in der Klausur streichen konnte. Das war bei mir tatsächlich im Bachelor möglich. Also du streichst durch, signalisierst deutlich, dass du einen Nicht-Versuch antrittst. Hast natürlich die Klausur gesehen, irgendwie Gedächtnisprotokoll, das machen vielleicht noch zwei andere Dudes. Das heißt, du kannst die
Du kannst auch eine 8-Seiten-Klausur rekonstruieren. Habe ich tatsächlich nie gemacht, war mir, ey, das schaffe ich nervlich gar nicht. Aber hilft dir natürlich auch nur, wenn im nächsten Jahr wieder genau die gleiche Klausur. Naja, das Problem ist, dass 3 Wochen später oder 4 Wochen später der Zweitversuch anstand. Ja. Das heißt, es ist, weil auch da wieder sozusagen das Regelwerk sehr, sehr, also es hat das unterstützt, es hat mich auch immer aufgeregt, weil eine Zweitklausur immer noch quasi Pflicht war, ein paar Wochen später. Und was mich, und das ist ja schon sehr, das ist ein System, was einen guten Nährboden gibt, und was es noch abgeschossen hat, waren dann Professoren oder Dozenten, die einfach nicht viel geändert haben. Wo ich dann halt sage, natürlich, wenn du merkst, du kannst irgendwie nicht genug wegpumpen, du bist nicht genug vorbereitet, was ja auch ein Zeitmanagement-Ding ist, weil eigentlich hat man genug Zeit, muss man mal ehrlich, dann kannst du das so weit optimieren, dass du da nicht versucht antrittst, und alle, die quasi nach den Regeln gespielt haben, können mit richtig viel Aufwand irgendwie eine gute 2 landen, und die Leute, die das halt im Wisch danach machen, landen natürlich oft mit einer 1 vorm Komma. Und das hat mich schon immer gestört. Das ist tatsächlich jetzt an anderen oder an größeren Unis weniger der Fall. Aber ich will auch darauf hinaus, dass keiner sagt, ich will mich verbessern. Bei uns ist es zum Beispiel einmalig nicht oder bereits bestandene Unis können in Potsdam auch gar nicht mehr verbessert werden. Aber ich, um dann, ja, also ich bin bei dir, das würde kein Student machen. Und wenn, will man vorher Informationen irgendwie aggregieren, um dann zu sagen, ich würde gerne im Zweitversuch, aber dieses, ich will mich nochmal verbessern, einmal bestanden, gone into the wild. Also dann ist man einfach nur froh, dass man es geschafft hat. Also auch so Ansätze braucht man, glaube ich, da braucht man, glaube ich, gar nicht groß was zu. Also was ich auch aus dem US-System kenne, sind ja diese Extra Credits. Wenn man irgendwie aus guten Gründen die Kerncredits nicht machen konnte oder nicht geschafft hat, dass man dann sagt, okay, es gibt so Nachprüfungen. Das gibt es ja bei uns im System eigentlich gar nicht, dass man, ja, also da eigentlich hast du Pech gehabt. Und das ist auch so ein bisschen, ob man das mit dem Geist der Digitalität irgendwie nochmal abfangen könnte, weil natürlich, ja, es ist ein schmaler Grat zwischen Chancengleichheit und individuellen Präferenzen. Ja. Du wolltest noch ein Bild vorsuchen. Ja, ich habe, ich glaube, ich weiß nicht genau, wie er heißt. Ich glaube, irgendwas, kennst du, wie heißt denn, wir spielen Account-Raten. Irgendwas auch im Bereich Hochschullehre und Comics, irgendwas mit Amused? Constructive Amusement. Constructive Amused, okay, ganz kurz. Er hat mal, ich weiß nicht, ob ich das Bild finde, auch Richtung Prüfung. Und er hatte dann was in die Richtung. Wir haben das Medikament erfunden. Ja, genau das. Und so. Ja. Und das, dann, aber in der Prüfungsordnung steht Klausur. Ja, genau. Alles klar. Und irgendwie ein paar, ich glaube, er hat das noch vor der Pandemie gepostet. Er hat das, ja, das ist, glaube ich, deutlich älter als die Pandemie. Ja. Und dann hat er irgendwie. Also, meine Studierenden haben ein Medikament entwickelt, das Krebs heilt, das keine Nebenwirkungen hat, das sozusagen. Günstig ist, produziert günstig werden kann. Ist, was und so alles, und dann sagt er der Prüfungsausschuss, ja, es tut mir leid, aber in der Prüfungsordnung steht Klausur. Ja, ist, glaube ich, ein ganz gutes Outro. Passt, ja. Wenn es in der Prüfungsordnung steht, macht man nicht, weil es verboten. Alles klar. Gut. In diesem Sinne, wir haben jetzt fast 2 Stunden gestreamt. Es war mir ein Fest. War cool, auch mal so ein Thema komplett zu zerlegen. Der eine oder andere hat vorbeigeschaut, hat mich sehr gefreut. Eine schöne Restwoche. Das Video wird, die anderen Folgen haben wir noch nicht hochgeladen. Mal gucken, wenn ich jetzt wieder mehr Zeit habe, dass ich das noch mache. Wir haben sie auf jeden Fall konserviert. Ja, konserviert sind auf jeden Fall, die laufen nirgendwo hin. Das ist definitiv so. Ja. Und wenn ich richtig mitgezählt habe, war es das 7. Bit-Gespräch. Das heißt, beim nächsten Mal haben wir ein Byte-Gespräch. Das erste Byte-Gespräch, ja, großartig. Das Byte-Gespräch. Ob wir irgendwann in die Kilobyte kommen, ich glaube ja nicht, aber wobei manche Podcasts, also hier gerade so Steuerung alt entfernen und so, oder manche Spotify-Podcasts, das ist schon krass, wenn dann Leute irgendwie in der 300. Folge sind. Also, ja, so Logbuch-Netzpolitik-Org. Ja, absurd. Ja. Also, ist krass. Matthias, es war mir ein Fest. Wir hören uns mit Sicherheit online noch. Wir müssen uns dann einen neuen Termin ausmachen. Das machen Kürze. Wir jetzt noch. Wir werden den dann auch kommunizieren. Ja. Und bis dahin viel Spaß noch allen bei allen weiteren Prüfungen. Stimmt. Und den Studierenden viel Erfolg und haltet die Ohren steif. Und, das Semester ist fast rum. Wir schaffen es. Es wird alles nicht so schlimm.
Das stimmt wohl. Ich roll das Intro, das ein Outro ist. Gute!